Was? Was zur... Och nee, Digga, nicht schon wieder. Ey, Leute, was denn hier los, Mann? Ey, ich bin schon wieder in irgendeinem Gefängnis hier, Digga. Und schaut mal, hier hat irgendjemand was an die Wand gekritzelt. Das ist irgend so ein Baby, Bro. Hä? Hä? Okay, Freunde, keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. In was für einem komischen... warte mal, ich hab einen Mitinsassen. Bro, wer bist du denn? Was ist das für einer? Was ist das für ein komischer Vogel? Warte mal! Ich bin Alpha! Alpha-Stein, was machst du denn hier, Bro? Bro, ich bin in meinem Lieblingsgefängnis. Wollte wieder eingesperrt. Bro, das ist, glaube ich, das Baby-Berry-Gefängnis oder so, Mann. Ich wollte kein Babygefängnis. Die haben mir gesagt, hier gibt's eine Villa und hier gibt's krasse Fernseher, eine Playstation. Nein, Bro, ich glaube, wir wurden ein bisschen abgezogen. Das ist keine Villa. Wir sind in dem schlimmsten Gefängnis aller Zeiten eingesperrt, Mann. Warte mal, der Laser ist bestimmt niemals echt. Das ist nur Fake, oder? Das ist nicht echt. Hä? Wow, man kann hochklettern. Ja, das stimmt tatsächlich. Man kann da wirklich hochklettern. Aber warte mal ganz kurz. Okay, Freunde, ich bin ganz kurz gemutet. Keine Ahnung, was hier abgeht. Warum ist einfach Alpha-Stein mitten in meinem Gefängnis drin? Aber das ist perfekt, Freunde. Und zwar habe ich mich wieder ganz viele Items unten gekauft, mit denen ich wieder ein bisschen pranken werde. Deswegen, ich würde sagen, Freunde, wir werden Alpha-Stein einfach jetzt ein bisschen pranken. Wenn ihr da auf Bock habt, lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben. Dann vergesst nicht zu abonnieren. Ich würde sagen, ermuten wir uns und werden Alpha-Stein ein bisschen pranken. Let's go. Hallo? Alpha-Stein! Was? Du bist kurz auf Toilette gegangen, Ja, ich muss kurz auf Toilette, Bro, aber... Kein Problem. Bro, lass eine Challenge machen. Wer zuerst hier ausbricht, bekommt 20.000 Robux. 20.000 ist viel zu viel. Was für zu viel, Junge? Ich sperre dich gleich in mein Gefängnis ein, Mann. Hey, lass raus. Okay, wir machen 20.000, okay, Deal. Ja, besser ist es. Guck mal, ich drück auch schon direkt den Knopf, weil ich breche aus jetzt hier. Bam. Das Licht ist ausgegangen. Der Laser ist aber auch aus. Ha! Den Strom ausmachen, let's go! Und jetzt ganz kurz, bevor wir ausbrechen, Leute, ihr wisst es, es ist nach wie vor der Lumex Merch Shop online. Ihr seid geisteskrank am Supporten, es ist nicht mehr viel da, deswegen, Leute, ihr müsst euch beeilen. Die restlichen Hoodies sind noch online, natürlich wie immer, in blau mit dem coolen Design. Und es gibt natürlich nach wie vor auch noch richtig viele andere Artikel im Shop, Leute. Und wie immer gibt es zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu, deswegen, Leute, geht alle auf www.lumex.store oder auf den ersten Link in der Beschreibung und checkt das Ganze aus. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Ausbruch. Oh mein Gott, einfach das Baby-Berry-Gefängnis. Guck mal, wie lang du brauchst, Mann. Wie krass ist das hier? Die haben mir was ganz anderes erzählt. Die meinten, es sind wirklich Konsolen und alles. Ja, Bro, du fällst doch auf alles drauf rein, Junge. Wahrscheinlich gibt's hier eine gratis Playstation oder was, Mann. Hey, Mann. Ey, pupsch. Guck mal, da unten das Baby-Berry. Hallo, hier ist Lumex. Nein! Vorne. Hör auf, rumzuschreien, Junge. Ey, warte. Hier, schrumpf dich, Junge. Hey, Baby, da unten, ich will zu dir. Ja, geht jetzt. Hörst du dich noch? Wo ist deine Leiche? Hier ist Lumex. Nimm den gefangen. Bro, jetzt hörst du dich noch schlimmer als sonst an, Junge. Ich sag dir ehrlich. Hallo? Wo sind wir jetzt gelandet? Sind wir da hoch oder da lang? Bro, ich hab keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich frag dich, Mann. Das ist der falsche Weg. Wir müssen hier durch. Okay. Ich komm. Da gibt's einen Helikopter. Bro, da oben ist Baby Barry. Oh, da sieht er richtig gefährlich aus. Ja, und weißt du, auf was ich Lust hab? Ich werde dich jetzt erstmal runterwerfen, Mann. Tschüss. Kannst du noch nicht machen. Du bist da. Du musst dich auch runterschubsen. Gar nichts willst du. Ich brech aus jetzt, Mann. Hau rein. Komm her, bleib stehen. Gar nichts mache ich. Los, geh da hin. Hey, komm schon. Nimm den Handschuh. Los. Ich würde dich hier noch runterschubsen. Ich würde die 20.000 Robux gewinnen. Du wirst gar nichts. Freunde, ich bin gemutet. Ey, es funktioniert perfekt. Alpha-Stein ist richtig am Ausrasten. Aber ich habe noch ganz viele andere Items. Zum Beispiel habe ich auch einfach mal einen Panzer, mit dem ich ihn jetzt gleich abschießen kann. Passt mal auf. Hey, was war das? Das Flugzeug hat mich getroffen, hör auf, Flugzeug! Ja, Mann, die Flugzeuge schießen, man muss echt aufpassen, Mann! Ja, ich würde zuerst raus abhauen und dann habe ich 20.000 Robux! Ey, Junge, du bist gar nichts, warte mal hier!
Ich drücke jetzt auf den Knopf drauf. Pass mal auf hier. Bam. Oh oh, da können wir doch niemals rüberspringen. Das ist viel zu weit weg. Doch, guck mal, ich habe eine Hüpfstange. Boing. Wo hast du denn eine gefunden? Ich hab die gar nicht. Die lag hier im Gefängnis irgendwo unterm Bett, habe ich gefunden. Okay, ich renn kurz zurück, weil ich komm nicht wieder. Junge, was ein Idiot, er läuft zurück, Mann. Das ist gar nichts. Ja, Bro, ich hab dich veräppelt. Natürlich liegt da keine Hüpfstange, du Idiot. Was hast du dich? Ich will die auch haben. Das ist unfair. Ja, ich hau jetzt ab damit hier. Guck, boing. Oh, boing. Ich bin trotzdem schneller als du. Junge, du bist nicht schneller. Weißt du warum? Guck mal hier. Ich hab eine Schnelligkeitsfeder. Die brauche ich nicht. Weil du wirst mit der Feder runterfliegen, weil du schnell bist und nicht auf das Spiel herkommst. Ich bin wirklich runtergefallen, Mann. Siehst du, ich hab's dir gesagt, deswegen bin ich schneller, auch ohne Feder. Ey, Mann, das kann doch nicht sein, Mann. Ey, aber Freunde, wisst ihr was, er ist ja jetzt ein bisschen vor mir, aber ich werde ihn jetzt gleich wieder einsperren in mein Gefängnis. Passt mal auf, ich werde ihn richtig zum Ausrasten bringen. Häng mich, du. Was sagst du? Hey, Junge, das war eine Falle, Mann, sag doch was. Ich bin auch runtergefallen, da war irgendwo eine Falle, ich weiß nicht. Machst du das? Nee, aber ich glaube, ich weiß, wie wir da rüberkommen, Bro. Wie denn? Ich bin Rüben! Ja, so wie du ist langweilig. Benutzt du einfach ein Chatpack, Bro. Wie? Das funktioniert nicht meins! Das ist nicht fair, Mann! Das kann ja, ich flieg da mal weiter, ja? Haust du rein, tschüss! Ja, ich flieg noch weiter, tschüss! Ich bin schon am Ziel! Hey, du hast gerade hier vorne? Benutzt, Mann! Ja, egal, deine gekauften Sachen bringen dir nichts. Doch, guck mal, ich bin vor dir jetzt. Hier, guck mal. Ich bin schon oben. Ja, ich bin auch oben, schau mal. Ich bin schon hier drin. Hey, guck mal, nicht runtergucken. Oh mein Gott, ich hab mich übererschrocken, Mann, Alter. Voll gefährlich aus, wirklich jetzt. Oh, mach leise, die schreien das Lady Barry da vorne, Mann. Okay, ich bin leise. Okay. Da vorne ist Lubex! Hier vorne ist Lubex! Hey, sei leise, Junge! Hör auf, Lubex! Lubex! Junge, hör auf, Lubex! Lubex, hör auf, Baby, bitte! Na, warte, komm her! Lubex hat voll viele Robux! Bitte, nimm ihn die weg! Baby, warte! Lubex, warte nicht auf! Er kommt! Yeah! Nimm ihn hier! Nein, nimm Lubex! Ich hau mit meinem Auto ab, tschüss! Das hab ich nicht! Oh Mann. Freunde, ich bin aber gemutet. Ich habe einfach gerade mein geheimes Auto hier benutzt. Schau mal. Mit dem bin ich richtig schnell. Aber das Ding ist halt, ich habe halt die ganzen Prank-Items gekauft. Die hat Alphastein halt gar nicht. Deshalb sind wir halt auch richtig schnell im Vergleich zu ihm. Und holen uns die 20.000 Robux. So, bam. Hey, wo bist du hin, du Mix? Ja, ich bin schon oben, Bro. Nimm doch das Auto, was da stand. Hä? Ich habe das Auto gar nicht gesehen. Du hast es mir weggenommen. Oh. Ja, nicht. Hallo. Ja, so, guck mal, ich bin schon hier, Mann. Warum brauchst du so lange? Ich muss die Knöpfe drücken. Was ist das? Ein Panzer? Pack den weg. Komm hier. Hey. Junge. Oh, bist du so? Alles von neu laufen? Ich muss alles von neu laufen, Lumex. Alles. Ja. Ich bin wieder beim Baby. Ich würde sagen, das sind dann meine 20.000 Robux. Oh mein Gott. Ich flieg in das Baby das rein. Das ist echt vorbei mit mir. Ich bin im Baby sein Bauch drin, Alter. Hey, ich will auch rein! Junge, Baby Barry ist echt ein bisschen am Stinken, Mann. Hast du verdient! Bin ich ehrlich! Junge, hier ist alles voll am Stinken, Mann, Alter. So, ich bin fast wieder da. So, ich komme endlich, Rubex! Fast da! Junge, komm mal lieber, hier ist voll am Stinken! Ich komme auch in den Magen rein, ich will nicht! Oh nein, wo bin ich hier? Ich bin irgendwo durchgefallen. Hier ist so viel Essen! Und da bist du. Da vorne ist Lumex! Jo, hör mal auf, so frech zu sein, sonst werf ich dich hier rein, Nein, hä? Ich kann wieder bitte nicht! Jo, ich hab keinen Checkpoint, Lumex! Hier, yeah, lass dir schmecken! Ich hab keinen Checkpoint! Natürlich hast du einen, was redest du? Ja, ich bin wieder hier und jetzt fall runter, ey! Lass mich jetzt endlich durch, Mann! Ich lauf ohne dich! Ja, sehr gut! Spring in die Flüssigkeit rein, kein Thema! Warte hier. Freunde, ich hab doch meine Prank-Items. Guck mal, ich kann doch richtig hochspringen mit meiner Sprungfeder hier. Guck mal. Jetzt noch Schnelligkeitsfeder hier. Bam. Zack, guck mal, jetzt kann er mir gar nichts mehr. Max. Ja, was los, Junge? Du bist der Beste, wirklich. Ey, dann Junge. Mir ey. Ich nehme mein Auto. Über alles. Kannst du damit durch die Fallen fahren oder was? Ey.
Ey, und... Voll krass. Bro, hörst du das eigentlich gerade? Hä? Was denn? Das Fieben, wie so eine Maus, Bro. Ich glaube, es bist du, Mama, weil du so klein bist. Oh Mann, jetzt bist du ein richtiges Baby, Bro. Passt zu dir im Babygefängnis, Mann. Ich bin cool mit dir. Ja, besser du bleibst hier, Mann. Jetzt bin ich wieder groß, Lumex. Warte. Ich warte doch nicht auf dich, Junge. Ich will meinen Robux haben nach der Aufnahme. Die kriegst du nicht, weil ich das gewinnen will. Bro. Oh, ich bin tot, Mann. Da kam ein riesen Fleischball, Rotzeball, was auch immer das war, Mann. Halt stopp, sehr gut. Der hat Hunger auf dich. Ey, Junge, wo ist das so schnell, Mann? Oh mein Gott, Bro, das war richtig knapp, Mann. Ah, oh, schade. Mein Auto. Ich brauche ein Auto. Oh, oh. Wann kommt der Ball? Der Ball kommt niemals. Wo ist der denn gekommen? Ach, von yo, anderen Richtung. Oh, yo, yo. Das ging dumm aus. Und wo bin... Bitte, Lumex, warte bitte. Bro, ich bin hier gleich bei der Wirbelsäule oder so angekommen. Wir sind einfach im Babyberry drin, Mann. Holy shit. Du darfst nicht vor mir schaffen, bitte. Hey. Freund, ich bin gemutet. Ich warte jetzt hier halb in der Ecke, bis er kommt. Und dann pranken wir nochmal richtig. Passt auf. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Mach den Panzer weg. Wow. Das ist wieder Game Over mit mir. Schnell vorbei hier. Ey. Oh, du bist runtergefallen, Mann. Nein, bin ich nicht. Mensch, ich schub dich jetzt runter. Zick. Gar nichts wirst du. Du mach ich ganz schön fertig. Oh, warte, am Ziel gibt es immer OP-Items. Die will ich gleich nehmen und dich dann besiegen. Da wirst du niemals zum Ziel kommen. Ja, ist das so? Nein, das will ich niemals tun, Lumex, wirklich. Aus drei, tschüss. Was soll's? Oh Mann, Bro. Warum bist du so schlecht hier? Sag mir ehrlich, du bist richtig schlecht, Mann. Du cheatest! Ah, ich cheat doch nicht, Bro. Was redest du denn da? Ich cheat doch nicht. Du hast das Gefängnis, Mann. Ich war auch in einem extra Gefängnis. Bro, siehst ein, du bist schlecht im Ausbrechen, Mann. Gar nicht! Bam. Ich bin schon vor dir am Ziel. Siehst du das? Guck mal, wie weit ich schon bin. Nein. Und ich werde doch noch weiter schaffen als du, du bist wieder klein. Du bist wieder klein. Schon bin, du kriegst mich nicht. Ey, warum bist du so weit, Mann? Hallo, bleib stehen jetzt. Ich will es gewinnen. Junge, du bist schon da oben, Alter. Mann, benutze diese, um zu bauen. Was? Was müssen wir bauen? Ah, ich glaube, wir müssen hier irgendwie... Ein Haus bauen. Wo bist du denn? Ah, du bist hinter mir. Ja, runter mit dir. Ich muss alles neu bauen. Ja, bau doch neu. Weißt du, bauen ist für Loser. Coole Leute, die benutzen einfach ihren Chatpack. Wie? Kannst du einfach vorbeifliegen? Ja, guck doch. Du bist ein Hacker, Lumex. Du bist ein Hacker. Nein, ich will doch nicht hacken, Bro. Was denkst du denn von mir? Ich muss doch einmal zurücklaufen und das Teil holen. Bro, die Idiot, nimm doch mal dieselbe Platte immer und bist du... Ach so, geht. Ich bin Roblox-Profi! Ja, ich merk schon. Wirklich? Nein! Bro, wo bin ich? Wo bin ich? Komm schon! Ey! Warte mal, ich glaube, ich bin. Bin ich draußen? Oh nein. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Da vorne wird es gleich wahrscheinlich den epischen Endboss-Kampf gegen Babyberry geben. Wo bist du, Alphastein? Beeil dich mal, lieber. Ich brauche den Robux. Gib mir den Robux. Ja, ich gebe dir keine Robux. Beeil dich mal. Wir müssen gleich gemeinsam kämpfen. Ich will Robux haben. Ja, dann beeil dich jetzt mal, lieber. Ich beeil mich. Helikopter. Freunde, ich bin aber gemutet gleich, wenn er kommt. Wenn ich ihn erst mal wieder runterwerfe. Wir werden sehen, das wird richtig ehrenlos. Oh mein Gott. Okay, wir warten jetzt auf ihn. Warte. Und Lumex, ich komme. Hey, da bist du ja, Mann. Und ab nach unten mit dir. Tschüss. Rein in die Lava. Ich bin doch nicht. Bitte muss ich von neu laufen. Ja, ich bin hier. Ey, bleib stehen jetzt hier. Wow, wir sind richtig schnell. Ich bin in die Lava gefallen. Nein. Ich auch, Mann. Ich muss wieder von euch machen. Nächster Versuch. Wo ist dein toller Jetpack hin, Lumex? Hast du keinen mehr oder was? Ey, warte mal. Danke, dass du mich dran erinnerst, Bro. Oh, oh. Ich hab doch ein Jetpack. Danke, Bro. Ich bin schon da, Mann. Würde ich nicht sagen dürfen. Wirklich jetzt, Leute? Ah, aber
Ey, warte mal ganz kurz. Nein! Stein, Bro, guck mal. Da ist das Tor. Ich glaube, wenn wir da durchgehen, wird es den Endbosskampf geben. Ich muss wieder alles von neu machen. Das ist echt nicht wahr, wenn man einmal runterfliegt. Alles von neu. Ja, das kommt halt davon, wenn man kein Chatpack hat. Hä? Du bist ein Roblox-Hacker. Nein. Ich doch nicht. Schon wieder. Okay, Leute, ich bin nochmal gemütet. Ihr seht, hier wird es wahrscheinlich jetzt gleich zum Endbosskampf gehen. Wir werden jetzt ganz kurz auf Alphastein warten, damit wir gleich nochmal umso mehr pranken können. Deswegen lasst auf jeden Fall nochmal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, beenden wir jeden Moment den heutigen Ausbruch. So, jetzt bin ich fast am Ziel. Ich bin da, Lumix. Junge, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Was redest du? Ich muss hier weiterspringen, oder? Zink! Hä? Da vorne ist irgendeine Waffe, eine Laserwaffe. Ey, warte mal. Bin ich falsch? Bin ich schon beim Boss? Ich bin falsch! Ich muss hier gar nicht lang! Ah! Du hast mich reingelegt! Ich muss gegen den Boss kämpfen, Lumix, bitte komm schnell! Greif mich an! Ah, Bro, du bist schon beim Boss, was? Wie das denn? Dann greif mich an, Lumix, bitte helf mir! Oh nein! Freunde, ich bin gemutet, ich bin komplett falsch gewesen. Wir müssen das jetzt so schnell gewinnen, Freunde. Hey, Bro, Alphastein, pass mal auf, was ich mit dir mache jetzt hier. Oh, mein Gegner nur noch 1000 Leben, gleich ist vorbei für dich. Gar nichts hast du, ich mach den fertig, Mann. Niemals, ich hab ihn jetzt schon. Wie, du? Warum? Anna bekommt gar keinen Schaden, Mann. So, ich schick dir schon mal meine Kontodaten, Lumix. Da kannst du gleich schon mal alles eintippen. Man muss auf dich hier schießen. Ey, das kann nicht sein. Ey, nein, komm schon. Alphastein, tu mir das nicht an. Komm schon, ich muss das hinkriegen. Komm schon. So, also, ich will einen Betrag von 20.0.00. Warte mal, bist du schon ausgebrochen, ne? Noch nicht, aber jetzt. Was? Nein, da niemals. Bin besiegt. Alphastein. Tut mir das sicher, warte, wir holen das doch. Ja, ich krieg Robux! Ja, nicht! Gar nichts kriegst du! Pass auf! Worauf? Wovor? Hier, guck, ich hab's ja auch. Zack, komm schon! Ja. Robux, ich glaube, es ist vorbei für dich, ist der Rutsche nach unten. Wow! Nein, komm schon, Auto! Mein Auto muss mich retten, komm schon, Auto! Fahr schneller! Komm schon! Ah! Ich werd hier abhauen, Lumix, vorbei für dich! Wo bist du? Nein! Werde ich dir nicht sagen! Ey! Alter, du kommst auch schon! Bleib weg! Bro! Ich muss schneller zum Ziel! Ich fahr los! Nein! Nein! Nein, er ist schon losgefahren! Nein! Yeah! Komm schon! Bin ich! Ey, nein! Nein! Oh. Bitte mach langsamer, Lumix, mit dir! Mach langsamer! Ha! Du bist vom Auto runtergefallen, du Idiot! Lumix, mach langsamer, bitte! Du bist runtergefallen! Tschüss! Ich bin auf deinem Auto! Ey! Ha! Ja! Lumix! Lumix, bitte! Bitte! Tschüss! Hau rein, Bro! Nein! Oh mein Gott! Bro! Ich bin zuerst ausgebrochen! Ich hab's geschafft! Meine Robux! Ja, Bro, warum bist du vom Auto runtergefallen? Was hast du gemacht, Mann? Lumix, meine Internetverbindung ist nicht so gut. Ich glaube, ich kann dir keine Robux überweisen. Bro, komm her jetzt. Gar nichts. Wir reden jetzt ein ernstes Wort. Ich will jetzt meine Robux haben, oder ich lasse dich hier nie wieder raus, Mann. Mein Internet... Oh mein Gott. Was war... Hallo? Was? Lumix? Warte mal. Ich bin hier. Ich bin gerade aufgewacht, da war irgendwie ein Wecker. Laber nicht. Seville, was machst du denn hier, Bro? Bro, was? Wo sind nicht schon wir? Wieder! Warum sind wir wieder in einer Zelle, Bro? Wir sind doch letztens in Barrys Gefängnis ausgebrochen. Bro, warum muss ich immer so einen Kakteen-Partner bekommen? Guck dich mal an, Junge. Hey, was für Partner? Du bist wegen mir letztens rausgekommen. Ich hab dir geholfen. Du siehst aus wie eine vergammelte Banane. Und du siehst aus wie ein vergammelter Himmel. Hä? Ja. Selber. Ja. Ja, was machen wir hier? Wo sind wir gelandet überhaupt, Bro? Ich weiß Barrys gar nicht. Familie? Was hier los ist? Ah! Seville, versteck dich, Bro. Oh mein Gott. Was ist? Ja, Bro, siehst du das nicht? Bro, vor uns? Das ist nicht nur Barry. Das ist auch nicht nur Barrys Freundin. Das ist auch nicht nur Barrys Sohn. Das ist die komplette Barry-Familie, Seville. Wo sind die denn rausgekommen? Bro, was geht denn da ab, ey, Bro? Seville, was machen wir denn jetzt? Wir müssen raus! Aber Seville, ganz kurz, bevor wir jetzt ausbrechen, ja? Wie immer, gibt es eine Challenge. Und zwar, wer es schafft, hier zuerst aus dem Barry-Familiengefängnis auszubrechen, der bekommt vom anderen einfach 10.000 Robux.
Was? Das sind, wie viel ist das? Lass mich mal kurz rechnen. Bro, das sind über 100 Euro. Deswegen streng dich lieber an, Junge. Oh mein Gott, ich will auf jeden Fall gewinnen. Letztes Mal habe ich ja verloren leider gegen dich. Ja, deswegen. Such du mal am besten unterm Bett. Okay, vielleicht nach einem Schlüssel mal. Oder sowas, ja? Vielleicht brauchen wir auch so einen Dietrich, damit wir den Schlüssel wegmachen können. Guck doch unterm Bett jetzt nach, Junge. Ja, ich guck doch erstmal hier. Vielleicht ist irgendwas geheim gegangen. Na, da guck ich jetzt. Geht schon weg, Mann. Okay. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Natürlich werden wir Sammy wie immer ein bisschen pranken. Deshalb gehen wir direkt mal in den Itemshop rein. Hier zu den Tools. Und ich werde mir jetzt einfach jedes Tool kaufen, um Sammy damit zu pranken. Ich würde sagen, hier, wir kaufen uns zum Beispiel erstmal einen dicken Panzer. Batz. Dann einen Raketenwerfer kaufen wir uns auch, Leute. So ein Pümpel. Wir kaufen uns einfach alles. Und das letzte, Leute, schaut euch das mal unten an. Ich habe jetzt hier wirklich jedes Tool einfach, zum Beispiel so einen Raketenwerfer. Und ich würde sagen, damit pranken wir selber jetzt erstmal ganz kurz. Seve? Ja, hier auch nicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit geschaut, aber ich habe nichts gefunden. Ich habe im Klo was gefunden, tatsächlich. Soll ich dir das zeigen? Ich habe gerade geguckt, aber da ist nichts. Ja doch, bleib mal stehen. Hau mal, Bro, was da drin war. Hä? Aber für was ist das denn gut? Vielleicht können wir die damit abschießen. Warte. Ja, das ist eine Waffe für uns. Ich schau mal. Schieß mal. Ey, du hast aber mich jetzt getötet. Okay, warte. Das war aus Versehen. Ich habe daneben geschossen. Aber ist doch schon mal gut zu wissen, dass wir eine Waffe haben, Bro. Ja, aber nicht mich abschießen. Die brauchen wir für die anderen. Ja, okay. Wie wär's damit? Guck mal, hier sind so gelbe Stäbe, Bro. Kann man die vielleicht aufbrechen? Probier mal. Break. Warte mal. Break. Warum bin ich tot? Vielleicht ist ja eher so Elektro oder so dran. Stromschlag oder so. Hä, da stand Break, ich hab geöffnet und... Mach nochmal, Bro, mach nochmal. Ja, aber ich bin doch jetzt durch hier. Hä? Da müsste ein Laser oder so sein. Warte, ich probier's mal, Bro. Das ist ein Laser. Also bei mir, geh du mal durch. Bei mir geht's, Bro, schau mal, ich kann durchlaufen. Ja, geh mal ein bisschen weiter. Ah, nein, Bro, chill, da ist doch die Bärmi-Familie. Hier müssen wir den vorbeischleichen, okay? Ja, aber bei dir funktioniert's echt, aber Bro, geh du vor, ich bleib hinter dir, weil du bist Experte. Okay. Leute, ich bin ganz kurz gemutet, ich werde jetzt einfach kurz ein Gadget ausrüsten und da hochfliegen, passt mal auf. Ja, okay, Selve, Was machen wir jetzt? Okay, Bro, Selve, du musst jetzt direkt hinter mir bleiben, okay? Na, ich trau mich nicht. Mach jetzt, komm, bei 3, 1, 2, 3, lauf los, Bro, lauf los! Lauf, schnell! Warte mal, der ist auf der Schulter von Barry oben drauf, der Kleine, schau mal, Bro. Geh! Rein, Bro! Schneller! Oh mein Gott! Was sind noch andere? Oh mein Gott. Bro, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft, Bro. Geschafft hin oder her? Was machen die hier für eine Formation? Boah, ich weiß nicht, Bro. Was ist das? Du hast so einen grünen... Nein! Schnell hoch! Bro, wir sind runtergefallen! Bro, wir sind einfach runtergefallen, hä? Was war da? Ah, weißt du, was ich denke? Ich glaube, die haben so spezielle Fähigkeiten. Nein, die haben so neue Fähigkeiten. Die sind ja zu dritt. Ah, der ist safe. Der ist so groß, weil er auf der Schulter ist. Er hat uns runtergeboxt wahrscheinlich. Ja, safe, Bro. Aber lass weitergehen, bitte. Geh weiter. Okay. Ich hab ein bisschen Schiss hier. Okay. Ohne Witz jetzt. Ey, Bro, komm. Aber den roten Knopf drückst du jetzt, okay? Okay, let's go. 3, 2, 1, go. Und... Boah, ich glaube, man stirbt. Das ist safe eine Falle, Bro. Man ist einfach gestorben, Bro. Oh nein. Ich bin wieder am Anfang, der rote Knopf ist einfach eine Falle. Warum drückst du denn auch da drauf, Bruder? Okay, ich komm. Es ist eine Falle, du hast gesagt, ich soll draufdrücken. Ja, also... Ich komm. Okay, warte, ich glaube, man muss draufdrücken, Bro, so. Ey, Bruder! Ja, hey, du hast mich runtergeschubst! Ey, tut mir leid, komm schnell hoch, Lumex, komm schnell. Junge, jetzt bin ich tot wegen dir, Mann. Nein, komm schnell, oh mein Gott, du hast gar kein Leben mehr. Du bist ein Zauberer. Bro, ich wurde hier hochgebackt, Bro. Das will ich auch mal probieren. Here we go again. Echt? Nein, es funktioniert nicht bei mir. Oh mein Gott. Die kommen. Nein. Es geht nicht bei mir. Also, ich glaube, das ging nur bei mir, Bro. Ja, schade. Ich wollte es jetzt auch mal probieren. Bro, passiert. Ich komme jetzt halt zu dir. Ja, ich komme jetzt zu dir, warte. Aber den roten Knopf... Du kriegst halt echt nichts geschissen hier, Junge. Ich sag dir ehrlich. Den roten Knopf drücke ich... Ah, guck, jetzt funktioniert der. Ja, der hat safe gebackt oder so, Bro. I don't know. Komm, wir gehen mal weiter. Ja, Oh, pass auf, da ist was. So was Grünes. Oh, da ist irgend so ein Zombie. Nicht, dass er uns abschießt, Bro, oder so. Bro, geh weg, ich schieß uns ab. Oh, okay, ich geh weg, Bro. Leute, ich bin gemutet, Junge. Es funktioniert perfekt. Ich bin so am Pranken die ganze Zeit. Seve rafft gar nicht, was abgeht. Es ist so lost, ne? Ich sage euch ehrlich. Aber wir warten jetzt kurz, bis er wieder da ist. Und dann pranken wir auf jeden Fall weiter. Oh, Bro, du bist schon wieder da. Ja, ich hab das Ding verjagt. Das ist weg auf einmal. Das schießt nicht mehr. Nein, das ist da. Das ist da. Es ist da rechts von dir. Es ist weg. Nein, ich hab doch gesagt, ich hab's weggemacht, Bro.
krank, Digga. Hä, ich glaube, du hast seit dem letzten Mal hast du irgendwas gemacht. Ich glaube, du bist ein bisschen stärker oder so geworden. Bro, ich weiß auch nicht. Oder? Vielleicht bin ich einfach besser am Ausbrechen. Kann ja auch sein. Na, das glaube ich jetzt nicht. Aber guck mal, ich bin rüber. Schaffst du's? Ja, natürlich schaffe ich. Was denkst du denn von mir, Bro? Ich brauche deine Hilfe. Vorne ist ein Monster. Ich gehe mal vor und guck mal. Das ist ja wirklich irgendwas. Warte mal. Bro, das ist so ein Wassermonster. Oh, das ist Wasserberry. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute, wartet. Ich bin ganz kurz wieder gemutet. Ich würde sagen, wir pranken selber jetzt nochmal hier mit den nächsten Gadgets. Ihr seht, ich habe ja noch ganz viele coole Items hier. Ihr seht zum Beispiel auch so einen Laserstrahl. Ich würde sagen, damit pranken wir selber jetzt erstmal. Let's go. Sebe, warte mal. Wir müssen einen Plan machen. Komm zu mir. Komm zu mir, komm zu mir. Ich habe schon hier rausgefunden, was er machen muss, aber ich trau mich nicht rüber. Ich komme jetzt kurz zu dir. Okay, ja, komm, du musst hier den Knopf betätigen. Beziehungsweise den Hebel. Und zwar, Bro, wir machen einfach erstmal so einen Plan, indem wir da so ein bisschen hinten einfach ausbrechen. Aber hey, hier ist irgendwas Rotes. Bro? Du hattest mein komplettes Game war gerade so am Backen. Was ist denn gerade passiert, Junge? Warte mal, du hattest irgendwas Rotes in der Hand. Hast du ein Laser oder so gehabt? Laser? Ja. Nein, Bro. Nein, ich habe keinen Laser gehabt. Okay. Hä? Digga, diese Pistole, du hast... Du Max? Ja, also hey. Ich spreche jetzt erstmal ganz kurz aus hier. Komm, warte mal, warte ganz kurz. Komm mal wieder rüber. Komm mal kurz wieder rüber. Soll ich rüberkommen? Ja, ich will kurz. Ja, ich will was testen. Ja, okay, Bro. Warte, ich komm rüber. Moment. Komm mal rüber. Mhm. Nein. Nein. Hä? Was denn? Du hast Flügel oder so. Bro, nein, ich bin über die Brücke gelaufen. Wen willst du verkacken? Nein, du hast Flügel. Bro, bei mir ist die Brücke doch unten gewesen. Hier, okay, guck, dann geh ich jetzt unten, durch. Bro. Ja, siehst du doch. Bei mir, ey. Digga, ganz komisch. Ganz komisch auf jeden Fall, was du hier machst. Ja, ich glaube, wir müssen... Bro, warte, stopp, das ist wieder ein roter Knopf, Bro. Ich würde die nicht drücken. Bro, nein, am Ende ist es wieder eine Falle oder so, Bruder. Ja, wie sollen wir weiterkommen? Na, drück du, Bro. Drück du, ich sag ehrlich, drück du. Nein, du drückst diesmal. Soll ich drücken? Ja, ich drück die ganze Zeit rote Knöpfe. Mach du mal. Okay, warte. Ja. 3, 2, 1, warte. Warte, ich drück. Oh. Hä? Bro, jetzt bist du gestorben. Hä, aber wenn ich den jetzt drück, dann müsstest du ja sterben. Komm, ich warte mal, ich drück den kurz. Ja, probier mal. Geh mal weg, ich mach das mal. Drück mal. So, ich drück jetzt. Warte, nicht, damit ich einen Fehler mache, ganz nah ran. 3, 2, 1. Ja. Guck, Bro, ich bin gestorben, Bro. Du bist tot. Ja. Aber auch die Tür hat sich geöffnet. Ich glaube, wir müssten beide zweimal sterben, um durchzukommen. Ja, Bro, Digga, man muss sich einfach selber umbringen, damit man weiterkommt, hä? Ja, hey, natürlich, vielleicht ist es so ein Rätsel oder ja, so, weißt Bro, du? Ja, Bro, übel dumm. Leute, ich bin noch mal ganz kurz gemutet. Ey, Sebel fällt halt echt voll drauf rein. Der checkt echt gar nicht, dass ich ihn verarsche, ne? Es ist ja übel dumm. Oh nein, Bro, hier ist wieder so ein Knopf, Mann. Ich drück ihn, komm, ich drück ihn, weil du bist ja down gegangen. Ich glaube, wir müssen beide vielleicht sterben. Oder vielleicht nur einer, mal gucken. Oder vielleicht geht's auch ohne diesmal, Bro, wer weiß. Okay, 3, 2, 1. Guck, Saki. Bro, siehst du, diesmal ging's auch ohne. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Rätsel. Geh du zuerst durch die Tür, weil... Ja, okay, okay. Oh. Ja, mach mal. Bro, chill. Da ist so eine Babyberry Scooby-Doo-Toilette. Die schläft aber, mach leise. Chill. Das leise jetzt, okay. Da vorne ist eine Milch. Was ist mit der Milch? Okay, warte, ich verhau das Baby ganz kurz mit dem Pümpel, okay? Okay. Aber von wo hast du einen Pümpel? Den habe ich vom Klo mitgenommen. Von der Zelle. Ah, ich habe auch so, okay. Hast du keinen Pümpel? Ah. Der war im Klo drin, Bruder. Ah, deswegen hast du den. Nee, ich hab den nicht gefunden. Nein. Nee. Soll ich mal den Knopf hier drücken wieder jetzt, damit wir weiterkommen? Kann ich dich damit eigentlich hauen? Mach mal. Nö, geht nicht. Guck, du kannst nicht damit hauen. Du kannst nur die anderen damit hauen. Ah, schade. Okay, dann... Warum schade? Wir müssen ja weiterkommen. Ja, stimmt, Bro. Warum? Nee, hätte ja sein können. Wäre ja voll lustig gewesen. Weißt du so? Also... Nein. Okay. Bro, wir sind zum dritten Mal jetzt schon in so einem Gefängnis. Ist doch okay, Junge. Leute, ich bin ganz kurz gemutet. Ich hole jetzt ganz kurz den Panzer raus. Und dann würde ich sagen, schießen wir Sevi einfach mal ab. Passt auf, Leute. So, Panzer ist draußen, passt auf. Bro, Sevi ist irgendein Boss gespawnt, Bro. Sevi! Hier ist ein Panzer bei mir. Komm, du musst mir helfen, Bro. Wo bist du? Wo bist du? Hier ist ein Panzer bei mir, Bruder. Komm, mir helfen. Was? Warte, schlag den. Digga. Ich hab keine Chance, brauch Hilfe von dir, ohne Spaß, beeil dich. Brauch Hilfe. Bro, ich hab ihn schon, Bro, ich hab ihn. Wie hast du den besiegt, was hast du gemacht? Mit dem Pümpel hab ich ihn verhauen, Bruder. Ah,
Dann können wir die Pümpel also einsetzen gegen andere Leute, aber nicht gegen uns selber. Ja, genau. Okay, ich drücke jetzt mal wieder den Knopf, ist okay? Den Knopf? Ja, mach. 3, 2, 1. Okay, passiert diesmal nichts, um ehrlich zu sein. Nee. Diesmal war es verzögert. Okay, jetzt musst du den drücken, damit du stirbst. Das ist das nächste Rätsel. Guck mal. Leute, ich bin gemutet, Digga. Er ist so lost. Er checkt es überhaupt gar nicht, Digga. Okay, warte, wir müssen mitspielen, wartet. Okay, warte, ich drück mal drauf. Müsstest du ja sterben. Ich drück mal drauf. Ich drück drauf. Aber verzögert. Ich hab verzögert, Bro. Ja, guck, ich bin auch gestorben, Bro. So, zack. Und dann, glaub, können wir jetzt ganz normal rüber. Ich glaub auch. Guck mal, ich weiß mal. Oh ja, es funktioniert. Guck mal, aufs Jump-Pad hier. Das Trampolin ist hier am Start. Ah, okay, warte. Oh, wie geil! Wie geil! Okay, ich hab's geschafft. Springen. Okay, ich hab's geschafft, Bro. Boah, was ist das denn, Bruder? Das ist so ein Babyraum. Psst, mach leise, Bruder, das ist Babyberry. Warte mal, ist der auch böse oder ist der nett? Ja, safe. Guck mal, be aware of a killing baby. Das ist ein Mörderbaby. Okay, weg raus hier. Ich drück schnell. Am Ende killt das Baby uns irgendwie oder so. Ja, Disney, komm durch den Schacht, beeil dich. Bro. Das Baby ist hinter uns, Nein! Hä, aber wie ist das Baby von unten denn so schnell zu uns gekommen? Ich weiß nicht, du bist gestorben, Junge. Ah, aber vielleicht müssen wir schneller. Ich beeil mich. Jetzt ist es nicht da. Ja, warte, Bro, lass Abkürzung nehmen. Lass Abkürzung. Wir nehmen die unsichtbare Brücke hier am Rand. Ist ein Bug. Die ist unsichtbar. Ja, aber die ist ein bisschen verbuggt, Bro. Bro! Bro! Was denn? Was hast du denn getan? Du hast mich reingeschubst mit irgendeiner komischen Fähigkeit, Junge. Ich hab nichts gemacht. Da war doch diese unsichtbare Barriere. Ey, du 31er, ne? Leute, ich bin gemutet. Seve hat sich auch Items gekauft. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wir müssen zurückpranken. Wartet. Ey, Seve, ne? Das ist ja so ehrenlos, Bro. Ich hab nichts... Bro! Das war das Baby. Das war das Baby. Ich hab gesehen, du hast hier Items gekauft. Nein, Junge. Das war das Baby. Junge, ich vertraue mir Bro, doch lass noch jetzt Bro. Lass jetzt die unsichtbare Brücke hier benutzen, komm. Geh. Hey, du fliegst wie... Ey, Bro. Ja, du Bro. Fliegst, unsichtbare Brücke, Junge. Bruder. Nein. Ich... Bro. Nein. Ich gehe da nicht runter. Da werde ich... Bro, es ist in dem Ding von dem Baby. Bro, ich bin doch auch da lang gelaufen. Hast du es nicht gesehen? Du bist geflogen. Ich hab's gesehen. Du hast irgendwelche Jets oder so am Start. Nein. Ich lauf den normalen Weg. Ich vertraue dir jetzt langsam nicht mehr. Ja, dann lauf den normalen Weg, Bro. Ich vertraue dir nicht. Junge, guck. Und ich dachte, Digga... Ich dachte die ganze Zeit, die Pistole ist gegen die anderen. Du gehst gegen deinen eigenen Bruder. Du Idiot, du bist so dumm, du checkst echt gar nichts, Junge. Du hast mich die ganze Zeit hops genommen wieder, Junge. Ich brech da mal weiter aus, hier unten ist nämlich Barry. Oh mein Gott, Leute, das ist dicker. Okay, Leute. Das ist aber Fettsack Barry tatsächlich. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, Bro, du nimmst das Brett halt einfach. Ja, ich nimm's rüber, und guck dann, mal. Und dann musst du das oben an die Wand dran machen und dann kannst du dich da quasi so lang crabbeln, so. Checkst du? Lumex, ich bin drüben, wo bist du denn? Guck mal, wo ich bin. Ja, Bro, ich komm auch jetzt. Warte, ich bin gleich da, Moment. Ja, zeig mal, wie willst du so schnell hier rüberkommen? Ja, so. Ging voll easy, Bro, eigentlich. Und wo hast du das auch aus dem Klo? Ja, hab ich vergessen zu sagen, es war auch im Klo drin, Bruder. Okay, guck, ich glaube, nicht so ganz. Einfach nach oben wieder, Bro, guck mal, super easy, so. Zack, siehst du das? Hey, du Hex, nein, das zählt nicht, ich kann dir doch keine 100 Euro schenken jetzt mit der Kacke, was du hier machst. Wer zuerst ausbricht, bekommt 10.000 Robux vom anderen. Ja, aber du hackst gerade, ohne Hacken. Bro, ich hacke nicht, Bro, was laberst du? Ich hab dich gerade gesehen, du bist geflogen. Na, Bro, ich bin wirklich... Komm wieder runter. Na, Bro, ich bin doch nicht geflogen, was redest du denn da? Du hattest diese Skechers-Schuhe an, du hattest so krasse Schuhe oder so. Nein! Doch. Na, Bro, du redest ein bisschen viel, heute, wenn der Tag lang ist, ja? Komm mal hoch jetzt hier, ja? So, zack. Hey, guck, das... Wen willst du immer verarschen? Oh, musst du... Ach, schade. Wärst du ungespawnt, wäre umso lustiger gewesen. Ich hau jetzt ab vor dir. Hau doch ab. Ey, du bist der... Ich hab dir letztes Mal gesagt, das war's mit uns zwei. Okay. So, nein. Wir müssen an der Kita vorbei jetzt hier. Mir doch egal. Ich mach das Ganze jetzt alleine hier. Mir doch egal. Ich geh jetzt alleine hier durch. Okay. So, ich komm auf jeden Fall vor dir rein, Leute, weil ich will die 100 Euro. Ich spiel wieder fair. Ihr wisst, Lumex wieder mal nur am Rumverarscherei. Oh, hier ist ein Hund. So, zack. Okay, Leute.
Ja, so, die Hunde machen mir gar nichts aus, Bro. Man kann da ja einfach drüber fliegen, tatsächlich, ne? Wie, man kann drüber fliegen? Da war nichts zum drüber fliegen, aber Doch, doch, doch. Doch, Bro. Doch, doch, doch. Hast du es nicht gesehen? Du hast wieder deine... Hier kann, man auch drüber fliegen. Schau mal. Siehst du es nicht? Guck mal. Ey. Siehst du es nicht? Und jetzt sterbe ich auch noch. Hör auf mit den Items. Wir haben gesagt, ohne Items. Junge, jetzt bin ich wegen dir auch gestorben, weil du so rumgeschrien hast. Hör auf rumzuschreien, Junge. So. Ich bin jetzt durch. Bist du durch? Nein, nein, ich bin falsch. Okay, ich bin vor Lumex jetzt. Nimm doch die, nimm doch die unsichtbare Treppe einfach, Bro, hier. So. Zack, es gibt keine unsichtbare Treppe. Ich bin jetzt vor dir. Nein, 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 ich muss schnell durch. Drücken. Leute, ich bin vor Lumex. Nein! Ich kann es schaffen. Nein! Hört schneller. Oh mein Gott. Schnell, Leute. Oh mein Gott. Lumex, komm nicht hoch. Komm nicht hoch. Was ist hier? Komm nicht hoch. Du, ey, du willst doch, dass ich nicht hier rankomme, Bruder. Hier, das ist mein C4. Gib her damit. Ey, hör auf, das ist mein C4. Nein. Du musst das C4 benutzen, um da durchzukommen. Warum mach die Tür doch nicht vor meiner Nase zu? Hier, so, guck mal. So, C4 benutzen. Ey, er macht... Bam! Das. Ich hab's aufgepumpt. Ja, ja. Oh, oh nein, das ist Barry Opa. Und Leute, schaut mal, das ist die Polizeischule. Da werden Barry und Barry Mädchen ausgebildet. Der, guck mal, seht ihr das, Leute? Das ist der Lehrer. Der zeigt ihm gerade. Oh. Wow. Was für Oh. Entspann dich mal. Die werden ausgebildet zu Polizisten gerade. Ja, das weißt du. Junge, jetzt reicht mir. Die haben mich, die haben mich. Nur noch einmal sterben, ich bin down. Noch einmal sterben, ich bin down. Du Idiot, du noch einmal. Gebacken. Ja, also ich bin jetzt. Noch einmal down. Ich bin tatsächlich jetzt auf der anderen Seite hier, ne? Ich chill hier ein bisschen. Ich bin auch. Nee, du bist schon wieder tot, Bro. Hey, Digga, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir noch einmal und ich bin raus. Noch einmal und ich bin raus. Ich spawn jetzt wieder da hinten. Ey, Digga, hör auf jetzt. Och, hör auf jetzt, Bro. Ohne Spaß, hör auf jetzt. Hör auf, ich hab keinen Bock mehr. Ich laufe jetzt schon mal weiter. Das sind ja meine 10.000 Robux. Jetzt werden wir sehen, wer gewinnt, Leute. Oh, jetzt nein. Werden wir gleich sehen. Oh nein. Nein. Leute. So, Seven. Sag, ich bin durch. Seven, stopp, ja. Spring nicht runter. Das ist nein. Der Endboss, glaube ich. Das schaffen wir nicht. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich traum. Ich. Nein. Seven, wir müssen das machen. Wir müssen ausbrechen. Jetzt komm runter. Ich bin runter. Oh mein Gott. Ey, Mann, Junge, mach. Was muss ich hier machen? Du musst den Knopf drücken. Oh mein Gott. Seven, du musst jetzt ganz leise machen. Warum? Was ist das? Hier ist ein Barry-Drache. Den dürfen wir nicht aufwecken. Ein Barry-Drache? Was? Ja. Seit wann gibt es denn einen Barry-Drachen? Ich weiß auch nicht, aber er ist bei uns. Bruder, Bruder, ganz kurz, Seven, kriegst du es nicht geschissen, an diesem Typen da vorbeizulaufen? Ja, ich check ja nicht wie du. Die Tür war offen, ich dachte, die Tür wäre zu, deswegen wollte ich sein. Du sollst leise machen, du Idiot, hier ist ein Drache. Ich wollte doch vorbeischleichen, dürfen auf keinen Fall laut machen und sterben! Hä, die Enten machen Damage, Bro! Ja, Leute, ich bin gemutet, das war einfach ich, er checkt echt gar nichts, ne? Damage. Ja, die Enten machen Damage, lauf die Enten ran, Bro. Die Enten Das waren die Enten. Oder warst du das wieder gerade? Nein, du darfst die Enten nicht berühren, Bro. Das warst du. Du kleiner, ekliger Racker, das war's, Freunde. Jetzt hab ich ausgedient mit Lumex, das war's. Oh, okay. Mann, Bro. Ja, ich drück mal Freunde. Den Hebel, ne? Zack. Seven, ne? Haust du... Junge, mach dein komisches Ding da weg. Wir sehen uns dann mal warum auf der anderen bin ich Seite. Hallo, ich war noch im anderen Level. Seit wann, warum bin ich... Ja, hau rein, ne? Bye, have a great time. Digga. Es ist so bescheuert. Hör auf damit. Hä, du kannst doch auch einfach rüberkommen. Mach doch nach. Ein komisches Teil trifft mich nicht, du Idiot. Komm, wir machen Waffe gegen Waffe. Du ja, komm. Blöd, Mann. Ja, komm her. Mach dich platt. 1 ist 1 in Roblox. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Bro. 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 Ja? Da ist Barry. Wie, da ist Barry. Wie, da ist Barry? Da, hinter der Tür ist Barry. Hinter Sicher? Der Tür ist Barry. Hier drinnen, ja, hast du doch gerade gesehen. Ja, Bro, dann lass doch lieber raus jetzt hier. Ich mach jetzt einen Abgang. Hau rein. Ja, ich komm. Ich komm, ich komm. Soll ich die freilassen? Ach, komm. Ah, wir lassen die nicht frei. Hier bei mir. Seville, wir sehen uns dann. Ich komm, ich komm. Hoffentlich. Warte auf mich. Nö, nö, ich warte nicht. Weil das sind meine 10.000 Robux. Ich kann doch nicht wieder verlieren, Bro. Ich hab kein Geld mehr. Seven, komm was nicht ist? Hoch. Komm nicht hoch. Was ist da? Was ist da? Bro, was ist da? Bro? Oh mein Gott. Nimm das. Nein. Junge, wie viel Leben hat der? Oh, ich bin eigentlich tot. Ich bin eigentlich tot, Seven. Du musst mir helfen, bitte, bitte, bitte. Ich komm, helfen, ich komm. Ich komm schnell, Leute, ich komm schnell. Das ist mit Abstand der krasseste Endboss-Kaub, den ich hier gemacht habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott.
Nimm das. Nimm Bro. Das, du Opa. Nimm das, du Opa. Komm. Wer wird zuerst den riesigen Barry zerstört? Und was ist das? Policeman Barry? Das ist Endboss Barry. Letzte Stufe. Und die 10.000 Robux gehören mir. Ich baller den ganzen in die Augen rein. Augen ist Schwachstelle. Augen ist Schwachstelle. Ich werde der Erste sein, Leute, der das hier schafft. Nimm das. Komm schon, komm schon. Ich feuer alles in die rein, was ich habe. Wir müssen kurz Taktik machen, kurz ein bisschen weglaufen, Leute. Und jetzt wieder bam, bam, bam. Mein Gott. Wie viel Leben hast du dem schon gezogen? Ich hab ihn gleich tot, ich hab ihn gleich tot. Ja, ich hab... Nein. Ich hab ihn. Nein. Ich hab ihn. Seville, er hat ich flieg jetzt. Nein. Ich flieg auf den Mond mit der Mondrakete. Wir sehen uns nie wieder. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und wie ihr es bereits sehen könnt, sind wir wieder mal in unserem Gefängnisbett hier aufgewacht. Aber ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich bin nicht mal wütend oder sauer, dass ich heute wieder hier aufgewacht bin, weil das könnte vermutlich das letzte Mal sein. Denn ihr könnt es schon sehen, Leute, da vorne ist Barry. Und ich weiß nicht, ob man es auf den ersten Blick erkennt, aber ihm geht es einfach nicht mehr so gut mittlerweile. Ich meine, ihr wisst, wir haben schon unzählige Barry-Videos gemacht. Ich blende euch einfach mal hier ein paar davon ein. Ihr könnt es sehen, also es sind wirklich einige. Aber wie ihr es sehen könnt, ist Barry mit der Zelt auch leider älter geworden. Ich meine, vielleicht kann man es sehen, seine Klamotten zerfallen langsam und er ist auch nicht mehr der Schnellste, um ehrlich zu sein. Und ihr seht, er braucht auch mittlerweile so einen Krückstock zum Laufen, weil es ihm halt einfach nicht mehr so leicht fällt, hier ganz normal rumzulaufen und die ganzen Verbrecher hier wegzuschnappen. Und außerdem ist sein Augenlicht auch nicht mehr das Beste. Also er sieht auch nicht mehr besonders gut. Und das macht sich natürlich als Gefängniswärter nicht allzu gut. Weshalb ja auch das Gerücht rumgeht, dass Barry eventuell in den nächsten paar Tagen einfach gefeuert wird, weil ich meine... Ja, Leute, ich kann es ein bisschen verstehen. Es brechen halt immer mehr Leute hier aus dem Gefängnis aus, weil Barry halt einfach nicht mehr der Schnellste ist. Und deshalb, Leute, würde ich sagen, lasst uns heute nochmal einen Tag hier im Barry-Gefängnis verbringen. Und ich würde sogar vielleicht sagen, Leute, dass wir heute mal nicht versuchen, hier wirklich komplett krass auszubrechen mit den krassesten Tricks und uns irgendwelche Items kaufen. Sondern vielleicht lassen wir uns heute auch einfach mal mit Absicht von Barry fangen, um ihm vielleicht einfach nochmal ein gutes Gefühl zu geben, bevor er hier entlassen wird. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ihr seht, ich bin hier gerade schon auch nebenbei am Ausbrechen, weil ich meine, sonst labere ich hier heute wieder viel zu viel um den heißen Brei. Deswegen lasst uns direkt zur Sache kommen. Ich denke, ihr kennt ja mittlerweile das Barry-Gefängnis. Und man kann es vielleicht auch sehen, es ist nicht nur Barry selber, sondern das komplette Gefängnis, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Also hier rostet und schimmelt langsam mittlerweile alles. Weshalb es auch einfach sein kann, dass das komplette Barry-Gefängnis zugemacht wird. Ja, wäre eigentlich nicht so schön, weil ich schon krasse Erinnerungen hier habe, Leute. Weil ihr wisst, wie viele Videos ich hier aufgenommen habe. Aber wie ich bereits meinte, Leute, alles hat mal ein Ende. Deshalb würde ich sagen, lasst uns einmal hier nach unten zu den Zellen gehen. Und ich meine, man kann es auch hier schon so ein bisschen sehen. Hier stehen mittlerweile auch schon Kartons, weil einfach Sachen gepackt werden, weil halt wie gesagt damit gerechnet wird, dass das ganze Gefängnis bald leer stehen wird. Ihr seht, auch hier wird überall schon gereinigt, damit das Gefängnis natürlich auch in einem halbwegs ordentlichen Zustand verlassen wird. Die hätten zwar eigentlich auch mal ein bisschen zeitiger hier putzen können, weil das hat echt immer ziemlich hier gestunken, Leute. Aber könnte vielleicht auch einfach daran liegen, da Barry immer sehr oft am Furzen war. Und ich sehe ihn bisher irgendwie nicht furzen, was auch nicht so gut ist, Leute. Bitte, Barry, gib mir noch mal einen letzten Furz. Komm schon. Barry, bitte noch ein letztes Mal. Gib uns einen Furz, bitte. Oh Mann, Leute, ich glaube, es sieht nicht gut aus. Ihr seht, Barry ist auch nicht mehr am Furzen. Und ihr seht auch, obwohl ich eigentlich direkt vor ihm stehe, er fängt mich nicht, weil ich habe es bereits erwähnt, Leute, sein Augenlicht hat ziemlich stark nachgelassen. Eigentlich bräuchte er auch eine Brille. Weil ich meine, schaut mal, ich stehe hier einfach und er läuft hier, als wäre nichts gewesen, weil er kann mich nicht sehen, nur wenn ich gefühlt wirklich vor ihm stehe, sieht er mich mal irgendwann. Deswegen würde ich sagen, Leute, komm, wir rennen mal zu Barry und er hat mich gesehen, Leute. Ihr seht es, Barry versucht mich zu fangen. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach einmal fangen von ihm, um ihm nochmal ein gutes Gefühl hier zu geben. Komm schon, Barry Opa. Wir umarmen uns. So, Leute, okay, wir sind wieder respawned. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, Lumex, was machst du da? Du musst doch hier ausbrechen. Das werden wir auch, Leute. Aber ich hab's gesagt, wir müssen Barry wenigstens nochmal so ein gutes Gefühl geben, bevor er hier entlassen wird. Aber okay, ich würde sagen, jetzt ziehen wir durch. Wir drücken den Knopf und schleichen uns am Barry Opa vorbei. Barry, es tut mir leid, aber ich muss das machen. Sonst werde ich für immer hier eingesperrt und werde alleine gelassen, weil das Gefängnis bald geschlossen wird. Deswegen, Barry, ich muss leider ausbrechen. Es tut mir leid. Oh nein, Leute, guckt euch an, wie traurig er ist. Er geht einfach wieder runter. Er hat sich so gehofft, wenigstens noch einmal jemanden einzusperren. Deswegen, Leute, lasst unbedingt ein bisschen Liebe für Barry da, wie gesagt.
liked einfach das Video oder schreibt vielleicht doch einfach einen netten Kommentar, was euch an Barry gefallen hat. Und ich würde sagen, Barry, wir sehen uns auf der anderen Seite. Denn wir müssen jetzt erstmal hier zu den Toiletten, Leute. Und ihr seht, auch hier ist alles bis in die Jahre gekommen. Überall platzen die Rohre. Überall läuft einfach Wasser raus. Auch hier wieder überall Wasser. Aber na gut, wir checken erstmal ganz kurz die Toiletten. Und hier sieht eigentlich alles wie immer aus. Die stinkende Toilette, die bleibt natürlich wie immer. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt hier einmal die Schaufel nehmen und graben uns einmal nach unten, ne? Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was uns jetzt hier unten erwarten wird. Ob da auch alles ein bisschen, ich sag mal, die Jahre gekommen ist. Oder ob da alles wie immer aussieht. Und ja, okay, bisher fällt mir nicht wirklich ein großer Unterschied auf. Bis auf, dass wir hier so neue Steine bekommen haben. Ja, doch, es sieht schon ein bisschen anders aus, Leute. Also, ihr könnt sehen, hier die Steine zerfallen auch langsam. Alles wird kleiner, alles fällt in sich zusammen. Das heißt, lasst uns mal lieber schnell hier rauskommen, bevor uns noch die Decke auf den Kopf fällt. Okay, aber die gebrochenen Bretter sind immer noch gebrochen und wurden noch nicht repariert. So muss das natürlich. Okay, dann lasst uns jetzt hier weiter zu der Riesenmurmel laufen. Und auch hier sieht es ein bisschen anders aus als sonst irgendwie. Also, das Wasser hier gammelt auf jeden Fall mittlerweile auch. Ihr könnt sehen. Digga, das ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Und oh mein Gott. Natürlich kommt auch wieder eine Riesenmurmel gerollt. Lol. Und die haben auch mittlerweile hier oben so Licht angebracht. Okay. Vielleicht wird das Gefängnis ja auch umgebaut und wird zu irgendwas Neuem gemacht. Vielleicht ein Krankenhaus oder irgendwas. Aber warte mal. Oh mein Gott, wie schnell kam denn die Kugel gerollt? Also okay, wir probieren das Ganze nochmal. Ich glaube, ich hätte erst warten müssen, bis sie hier vorbeirollt, ich Dummkopf. So, jetzt können wir laufen. So, einmal rein hier und dann einmal hier zur Leiter, meine Freunde. Und ich weiß, es wird jetzt die ein oder anderen geben, die sagen, Lumex, du musst gucken, ob es hier einen Geheimgang gibt. Leute, wir sind hier im Barry-Modus. Es ist alles wie immer. Barry ist nur ein bisschen älter geworden. Also natürlich wird es einen Geheimgang geben. Aber ich habe euch ja schon gesagt, wir wollen Barry heute nicht ärgern und irgendwie in seinen Geheimraum einbrechen. Sondern wir wollen ihm nochmal eine Freude machen. Deswegen brechen wir heute bewusst nicht in seinen Geheimraum ein. Sondern gehen einfach mal weiter. Egal wie schade das ist, Leute. Aber heute müssen wir Barry einfach mal ein bisschen Respekt erweisen. So, und ihr seht auch hier. Oh Mann, ihr seht auch, Leute. Der Barry-Ritter auch erst ein bisschen in die Jahre gekommen. Oh mein Gott. Okay, und hier liegen mittlerweile auch überall so Skelette rum. Das sind anscheinend alles Leute, die auch schon sehr, sehr lange hier lagen. Und ich würde sagen, wir sollten ein bisschen schneller rennen, weil sonst vermöbelt uns Barry Ritter gleich mit seiner Riesenkeule. So, komm schon, komm schon. Oh. Okay, das hätten wir, Leute. Jetzt nichts wie ab nach oben. Komm schon. Okay, wir sind oben angekommen und ich sehe hier es alles zu, Leute. Hör, schaut mal, es geht hier weiter. Okay, das ist auch neu. Kann vielleicht daran liegen, dass mit den Jahren der Fahrstuhl, also der Aufzug, der sonst normalerweise hier ist, dass der einfach irgendwie kaputt gegangen ist oder in Wartungsarbeiten ist. Weil wie gesagt, es sind einige Jahre hier vergangen und es funktioniert nicht mehr alles ganz so, wie es soll. Deswegen haben die jetzt einfach hier so ein bisschen nachgeholfen mit dieser Treppe. Und jetzt ist hier quasi so ein Ersatzfahrstuhl, der nach oben geht, den wir jetzt einfach mal benutzen, Leute. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt im oberen Geschoss vom Gefängnis aussieht. Ob sich da auch alles ein bisschen verändert hat oder ob da... Okay, ja, ihr könnt es sehen, Leute. Die Wände fallen hier auch langsam in sich zusammen. Einfach der Putz fällt hier von den Wänden, ne? Auch hier wird gerade noch gewaschen, Leute. Und oh mein Gott! Hä? Okay, warte. Guckt euch das mal an. Das komplette Gefängnis zerfällt einfach, Leute. Nein, wie schade. Guckt euch das an, Leute. Das war einfach mal das Barry-Gefängnis. Und jetzt fällt es einfach in sich zusammen. Ihr seht, überall fallen Sachen von der Decke. Das ist echt krass. Und jetzt wird hier gerade alles so vorübergehend mit so, was ist das, mit so Schulbänken gehalten einfach. Also, das könnt ihr euch echt nicht ausmalen. Aber okay, wir springen jetzt hier mal ganz gekonnt rüber. Zack, einmal die Leiter nach oben. Ich bin auch echt gespannt, ob wir noch einen Endbosskampf haben werden. Eigentlich wäre es schon cool. Dann könnten wir Barry noch einmal die Ehre erweisen und einen letzten Kampf geben. Weil ich weiß nicht, ob ich es schon im Video gesagt habe, aber wir sind tatsächlich der Letzte hier im Gefängnis. Alle anderen Insassen wurden nämlich schon zu einem anderen Gefängnis rübergebracht und ich bin quasi noch der Letzte, der hier geblieben ist. Und ihr seht, die Leiter steht nämlich direkt schon da. Die müssen wir gar nicht erst holen kommen. Hat wahrscheinlich hier irgendeiner stehen gelassen. Ich meine, die haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass hier noch jemand im Gefängnis ist. Und Mensch, ich kipp hier die ganze Zeit runter. Jetzt aber! So, jetzt nichts wie ab nach oben, Leute. So, wir sind da. Jetzt geht es hier...
Oh nein. Leute, ihr seht, auch hier die Rohre platzen. Überall kommt Wasser einfach raus. Das gibt's echt nicht. Ey, das ist echt schade zu sehen, wie das Barry-Gefängnis einfach so vernachlässigt wird und einfach so in sich zusammenfällt, Freunde. Das macht mich echt ein bisschen traurig. Aber okay, ihr seht, mittlerweile entstehen hier einfach Schneemänner, weil es hier echt kalt ist, weil die natürlich auch die Klimaanlage bzw. die Heizung abgeschalten haben. Deswegen wird's auch langsam echt Zeit, dass wir mal hier ausbrechen, weil sonst erfrieren wir hier noch. So, ab nach oben hier, zack. Und oh mein Gott, es bilden sich einfach mittlerweile so Eiszapfen an der Decke. So kalt ist es hier. So, ihr wisst, Leute, normalerweise kaufen wir uns hier immer den Jetpack und fliegen drüber. Dieses Mal machen wir uns aber die Mühe und drehen hier einfach die Rohre ab. Weil sonst muss das alles Barry machen, Leute. Weil an ihm bleibt das ja sonst hängen. Der muss das Gefängnis ja, ich sag mal, halbwegs ordentlich hinterlassen, ne? Und das würde ich sagen, machen wir einfach mal für ihn. Wir nehmen die Arbeit einfach ab. Und drehen für ihn die Rohre hier einmal ab. Dann muss der alte Mann das nicht machen, ne? So, dann einmal hier unten das letzte Rohr, zack. Und dann können wir auch wieder nach oben laufen, ne? So, wir klettern einmal die Leiter nach oben. Zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen, nichts wie raus hier, Leute. So, einmal hier hoch. Und ihr seht, hier ist einfach noch der Schneemann. Wie süß, Leute. Okay, wir sind im nächsten Lüftungsschacht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier keine Spinnen versteckt, weil ihr wisst, das Gefängnis ist mittlerweile sehr, sehr alt. Das heißt, überall könnten vielleicht auch so Krabben Tiere auf uns lauern. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht so cool. Deswegen gucken wir, dass wir den Parcours hier schnell hinter uns bringen. Komm schon! Und ihr seht, auch hier ist alles ein bisschen eingerostet. Alles ein bisschen dunkler als sonst. Also das Gefängnis hier wird echt krass vernachlässigt. Mann, das Gefängnis war eigentlich mal so schön, Leute. Und jetzt steht hier überall einfach Müll rum. Und selbst hier, die Abluft, das stinkt ja richtig. Bah, okay, ihr seht, Leute, nichts wie raus hier. So, einmal ab nach unten. Und wir sind in der Cafeteria angekommen, Leute. Und natürlich der Cafeteria Barry, der gute Suppenkoch, ist natürlich genau wie Barry auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ihr könnt es ihm ansehen, Leute. Er sieht mich einfach nicht, weil auch er ist nicht mehr der Jüngste. Seine Klamotten sind langsam auch ein bisschen zu klein. Die gehen auch schon kaputt. Deswegen würde ich sagen, Leute, gucken wir jetzt einfach mal, dass wir den Suppenkoch hier schnell platt machen. Und ihr seht, auch er ist nicht mehr der Schnellste. Er checkt einfach gar nichts, Leute. Ihr merkt's. Und ich muss echt sagen, ich finde das gar nicht mal so lustig. Ich mache das echt traurig, weil ihr wisst noch den allerersten Barry-Ausbruch, wie krass der war und wie schwer der war. Und jetzt ist es einfach so einfach, weil die einfach alle schon so alt geworden sind. Aber egal, komm, wir schießen mit ein paar Burger auf ihn. Nimm das, Barry! Oh Mann, der arme Suppenkoch, Leute. Guckt ihn euch an. Er ist einfach explodiert. Aber na gut, jetzt hat sich hier hinten das Tor geöffnet. Das heißt, wir können jetzt hier rauslaufen, Leute. Zack, 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 zack. Ihr seht, hier stehen einfach ein paar alte Waschmaschinen rum. Und jetzt seht ihr schon, geht es hier einfach mal die Rutsche nach unten. Wow! Aua, 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 wow! Und oh mein Gott, Leute, könnt ihr das sehen? Die Rohre platzen ja alle. Ihr seht, dass das Wasser hier mittlerweile... Oh mein Gott, Leute, ich bin da einfach reingefallen. Ihr seht, das Wasser steigt immer mehr an. Das heißt, wir sollten langsam wirklich gucken, dass wir hier rauskommen. Weil sonst gehen wir gleich mit dem Gefängnis hier gemeinsam unter. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nichts wie raus hier, komm schon. Verlassen, ja, einmal bitte hier raus. Raus die Maus. Okay, ihr seht, wir sind jetzt hier bei den Lasern angekommen. Ja, aber das kriegen wir hin. So alt bin ich nicht geworden. So, komm schon. Zack, hier einmal durch. Easy peasy. So, hier auch nochmal durch. Und den haben wir auch, Leute. Und jetzt ab nach oben. Zack. Okay, und jetzt könnt ihr es schon sehen. Wir sind am Ende angekommen. Und ihr seht, auch hier braucht man keine Bretter mehr. Man kann hier einfach drüber laufen. Das haben die sich mittlerweile auch gespart. Ja, Leute, da ist die Endtür. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da auf uns warten wird. Lasst aber, bevor wir da reingehen, Leute, gerne alle nochmal ein Like da. Einfach, um Barry nochmal zu ehren. Und jetzt lasst uns gemeinsam schauen, ob Barry es nochmal schafft, einen gemeinsamen Endbosskampf hier zu machen. Und... Naja, mehr oder weniger, Leute. Barry, wurde ich jetzt einfach mal mit so einem Roboter ersetzt? Okay.
Er scheint auf jeden Fall ziemlich stark zu sein. Aber ihr seht, Leute, Barry ist also selber nicht mehr am Kämpfen, sondern er wurde einfach gegen einen Roboter ersetzt, was eigentlich voll traurig ist. Mann, ich wollte gegen Barry kämpfen. Und jetzt muss ich einfach gegen so eine Barry-Attrappe kämpfen, die echt viel zu stark ist, Mann. Wo ist mein alter Barry? Mit den Miniguns. Ah! Wir müssen es nochmal machen, Leute. Er hat mich einfach vermöbelt. Ich meine, er ist einfach viel zu krass, was ja gut ist, damit niemand ausbricht. Aber ich meine, die haben Barry einfach mit einem Roboter ersetzt, Leute. Mann! Und das war vermutlich auch der letzte Bosskampf gegen Barry, Freunde. Ihr seht, der Rasen wurde jetzt hier schon neu gemacht. Hier ist, glaube ich, einfach so ein Fußballfeld, was jetzt hier gebaut wird. Vielleicht wird... Endlich habe ich dich, Barry. Nach all den Jahren, wo du mich gefangen gehalten hast in deinem verschimmelten Gefängnis, ist die Zeit gekommen, dass ich dich endlich einsperre. Du Fiesling, das kannst du nicht tun. Lass mich sofort frei und mach die Handschellen gefälligst ab. Ha, das hättest du gern, Barry. Du wirst jetzt sehen. Wir werden heute eine Challenge machen. Und zwar wirst du mir beweisen müssen, ob du selber aus dem eigenen Gefängnis ausbrechen kannst. Ich gebe dir 10.000 Robux, wenn du schneller als ich ausbrichst. Okay, ich nehme das Angebot an. Aber lass mich gefälligst danach frei, du Fiesling. Das werden wir sehen, Barry. Und damit, Leute, willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Und ja, ihr habt den Titel richtig gelesen. Es stimmt, Leute, wir haben Barry einfach heute selbst ins Gefängnis eingesperrt. Also auch wenn ich gerade selber trotzdem im Gefängnis bin, da, ich erkläre euch das gleich. Aber was ihr euch auf jeden Fall vorher anschauen müsst, ist einfach mal Barry! Aber... Leute, es ist nicht einfach nur Barry, sondern es ist der gefangene Barry. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der hat Handschellen dran. Und er hat eine Glatze. Also falls ihr euch auch schon immer gefragt habt, wie es unter Barry seiner Mütze aussieht, er hat einfach eine Glatze. Und das Ding ist, wir sind zwar im Gefängnis, aber das Ding ist, Leute, Barry ist selbst auch im Gefängnis eingesperrt, weil wir haben ihn eingesperrt. Und das Ding wird jetzt sein, Leute, wer wird eher ausbrechen? Wir oder Barry? Und das Ganze werden wir jetzt herausfinden, solange er uns jetzt nicht vollfurzt. Barry! Korrekt, Mann! Diesmal hat er nicht gefurzt, Leute. Okay, Leute, da hinten ist anscheinend wieder irgendein Geheimgang. Da ist eine VIP, irgendeine VIP-Lounge, da kann man sich krasse Sachen kaufen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall später rein, aber jetzt würde ich sagen... Hat er sich gerade am Po gekratzt? Egal, Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt direkt auf den Weg nach draußen, weil das Ding ist, Leute, das ist auch nicht einfach nur ein Barry-Gefängnis, sondern das komplette Gefängnis hat ein Upgrade bekommen, weil, Leute, das macht natürlich auch am meisten Sinn, dass es nicht eins zu eins das gleiche Gefängnis wie beim normalen Barry-Gefängnis ist, weil sonst wüsste Barry ja genau, wie man hier am besten ausbricht. Und genau deswegen ist das komplette Gefängnis einmal überarbeitet worden. Ihr seht, das ist übel schwer gemacht, Junge. Hier gibt es komplett neue Hindernisse, die wir hier auf jeden Fall überwinden müssen, bevor wir ausbrechen. Ich würde sagen, wir machen hier direkt links, rechts, oben, unten, drück einmal rund, Knopf, bam. Okay, Leute, die Dinger sind schon mal oben, aber das Ding ist, gibt es hier noch irgendeinen Geheimgang? Hier ist wieder eine Geheimtür. Boah, meine ich, kann wieder einen Code eingeben? Nee. Ey, das Ding ist, es wird schon wieder irgendwelche Easter Eggs geben, Leute, auf die wir achten müssen. Aber bevor wir jetzt gleich ausbrechen, gucke ich erstmal ganz kurz, ob wir Barry hier ein bisschen ärgern können heute. Ich gehe mal ganz in den Shop rein, Leute. Und zwar habe ich mir gedacht, werden wir uns einmal ganz kurz die Telekinese kaufen. Und damit können wir Barry hoffentlich ein bisschen pranken. Weil das Ding ist, Leute, ich wurde schon so oft von ihm eingesperrt in Roblox. Wir müssen uns heute ein bisschen rächen. Und das Ding ist, wenn er heute schon mal selbst eingesperrt ist, dann können wir auch gleich ein bisschen ärgern. Das heißt, einmal den Dinger hier aufmachen und zack, zack, zack. Ey, das ist so lustig, Leute. Einfach heute das erste Mal, dass wir Barry selbst im Gefängnis sehen. Er hat auch seine Gefängniskleidung an. Oh, guck mal, er guckt auch gerade, wie er ausbricht. Barry? Ey! Entspann dich! Komm her! Ey, das geht nicht. Doch, es geht! Barry! Was willst du machen, hä? Da habe ich dich wohl, hä? Barry, ab nach oben mit dir. Kann ich ihn da oben drauf packen, Leute? Oh, oh, ey, okay, entspann dich, Barry. Geh weg, Mann. Leute, ihr müsst ihn irgendwo hin teleportieren. Warte. Barry, geh wieder da runter. Ah! Ey, das geht nicht. Ah! Oh mein Gott. Oh, oh, der kann klettern. Er kann klettern. Ah! Oh, Barry, entspann dich. Ich glaube, er hängt fest mit seinen Handschellen. Jo, Barry, soll ich dir helfen? Warte. Leute, ich glaube, wir müssen Barry kurz da raushelfen. Er steckt fest.
So, Barry, komm her! Ey, das geht nicht! Ich wurde gescammt! Das Ding macht einfach gar nichts. Ich wurde einfach gescammt, Leute. Egal. Barry, du steckst fest. Ich brech eher als du aus. Hast du Pech gehabt? Oh mein Gott, Leute. Wir brechen einfach vor Barry aus seinem eigenen Gefängnis. Ja! Guck mal, da hinten, Leute. Da ist ein Noob eingesperrt. Guck mal. Da ist sogar Noob. Der Arme. Aber ich habe keine Zeit, ihm zu helfen, Leute. Wir... Oh nein. Oh nein, komm schon bitte nicht. Nein. Ich habe vergessen, den Knopf zu drücken. Ah, nein, Leute. Wir müssen wieder runter. Ey, Junge. Okay, warte, Leute. Jetzt schnell. Leute. Guck mal, er hängt mit seinen Handschellen fest. So ein Idiot. Ja, willst du mich fangen, Bär? Junge, was war denn das jetzt? Machst du jetzt ja auch Teleportation auf einmal oder was hier? Sag mal, komme ich eigentlich jetzt dran vorbei, ohne dass er mich jetzt schnell... Oh mein Gott, Junge, entspann dich doch! Junge, das war so knapp. Aber Leute, wir haben die Tür geöffnet. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall ausbrechen und du machst einen Abgang, Junge. Komm her! Ja! Ich hab den Spieler umgebracht. Let's go. Oh Mann, ein bisschen Spaß muss sein, Leute. Oh Mann, oh Mann. Okay, aber jetzt würde ich sagen, nichts wie raus hier. Und ihr seht auch, das komplette Bad wurde einmal überarbeitet, Leute. Oh mein Gott, das sieht komplett anders aus. Und warte mal, ist hier wieder... Was? Piranhas. Okay, Leute. Dann, hier ist der Ausbruch. Bäh, reingefurzt. Und da ist ein Kackhaufen an der Wand. Und was ist das? Hier ist irgendein geheimer Spind, Leute. Ich will hier rein. Es muss wieder irgendein geheimes Easter Egg geben. Ich sag euch ehrlich. Aber egal, wir haben keine Zeit. Wir müssen ausbrechen. Gib mir die Schaufel. Wir müssen ab nach unten. Zack, zack, zack. Und warum ist das... Lol, warum ist das bunt, Leute? Einfach Rain... Oh mein Gott. Oh nein. Wir sind in der Hölle angekommen. Und warum gibt's hier... Warum gibt's hier einen Pomnimorph? Hä? Okay, wartet, Leute. Ich würde sagen, wir... Oh mein Gott, 1500... Egal. Wir kaufen uns kurz für 1500 Robux, Leute. Das VIP-Bundle. Damit bekommen wir theoretisch eigentlich alle Items. Oh mein Gott. Und guck mal, jetzt kann ich theoretisch easy mein Jetpack nehmen. Ja! Yeah! Und kann hier einfach drüber fliegen, Leute. Let's go! Langweilig. Ich laufe hier nicht drüber. Ich fliege rüber. Haut rein, Jungs. Tschüss! Dachtet ihr wirklich, ich laufe hier drüber? Nee, Junge, ich fliege hier drüber. Ey, Leute, das Ding ist halt... Ich weiß gar nicht, ob Barry versucht auszubrechen. Kann auch sein, er ist immer noch stuck mit seinen Handschellen da und hängt immer noch fest. Richtiger Vollidiot, Leute. Okay, jetzt hier einmal durch. Nicht die Spikes berühren, sehr gut. Wir kommen jetzt wieder... Oh mein Gott, da kommt eine Riesenkugel! Oh! Junge, ich wollte gerade fragen, ob da wieder irgendeine Riesenkugel kommt, aber ich glaube, es sieht so aus, Leute. Oh, da ist eine Geheimkiste, Schatzkiste. Ey, die gibt sich auf! Mach auf! Scam. Egal, Leute, wir laufen weiter. Komm schon. Das ist, ey, was ist das eigentlich? So eine Mine oder irgendwas hier, Leute, ne? Schaffen wir das? Das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht! Oh mein Gott, Junge, war das knapp! Okay, jetzt schnell. Jetzt schnell laufe! Renn schneller! Oh! Okay, Leute, wir haben's. Komm, jetzt machen wir einmal auf cool. Nehmen wir den Crappler-Eimer und einmal zack! Oh! Oh nein. Wir sind in den Backrooms, Leute! Ich habe mich in den Backrooms... Ich habe mich aus dem Map rausgeklitscht. Nein! Oh mein Gott, Leute! Ich will mich zurücksetzen. Nein. Och, und ich muss wieder alles von vorne machen. Ey, ihr seid solche Vollidioten, ne, Leute? Ist jetzt hier oben ein Barry-gefangener Ritter? Oh! Ah! Der gefangene Barry-Ritter ist auch da, Leute! Hurra, schneller! Warte mal, kann ich... Ich muss... Warte mal, warte. Telekinese, Telekinese! Weg mit dir! Okay. Dreh doch! Ah! Telekinese! Kann ich ihn aus der Web rausbacken? Ich hab ihn aus der Web rausgebacken. Guck mal, Leute. Warte. Man hat's gerade gesehen. Oh! Er hat mich durch die Wand durchgefangen, Junge. Was ein 31er. Junge, so ein Vollidiot. Du bist schuld, Mann. Oh, ups. Diesmal hat der Strahl funktioniert, Leute. Ich habe ihn einfach umgebracht. Und geh jetzt nichts mehr ab nach oben. Renn! Oh, links, rechts, links, rechts. Renn schneller! Oh! Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist so nice. Das Ding ist einfach... Ich habe das noch nie erlebt, dass einfach Barry selber im Gefängnis gelandet ist. Das ist einfach so lustig. Weil das Ding ist... Guck mal, sonst wurden wir immer eingesperrt von Barry. Hätten uns immer angefurzt und uns ausgelacht. Und jetzt ist er einfach selber im Gefängnis. Und kommt nicht raus, weil er einfach festhängt mit seinen Handschellen, Leute. Und wer ist er denn? Hä? Yo, das ist irgendein Morph, Leute. Weg mit dir, Junge! Oh, ich hab's kaputt gemacht.
Boah, Leute, da haben wir uns einmal ganz kurz das gelbe Red Bull reingepfiffen. Das gelbe Red Bull, muss ich sagen, ist noch mit eins der besten auf jeden Fall. Aber Leute, kein Red Bull trinken. Energy ist nicht gesund. Das brauchen wir jetzt auch hier nur fürs Ausbrechen. Oh mein Gott, nicht runterfallen. Komm schon, renn schneller! Okay, das haben wir. Jetzt einmal nichts wie ab nach oben. Zack, 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 zack. Ey, Leute, wir haben einfach Barry heute selbst ins Gefängnis eingesperrt. Das müsste ich mir überlegen. Einfach selbst Barry ist jetzt hier stuck im Gefängnis. Das ist unglaublich. So, einmal die Leiter nehmen wir uns natürlich hier. Zack, 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 zack. So, dann schnappen wir uns einmal die Leiter. Hier ist ein Telefonzellen. Oder telefoniert noch einer. Hallo. Ey, ich kann leider nicht raushelfen. Tut mir leid, Mann. Ich muss weiter. Tschüss. Okay, Leiter einmal hier abstellen. Was ist das? Hier ist wieder irgendein Ey, Leute, es gibt die ganze Zeit so Geheimgänge. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ey, wir müssen das irgendwie aufbrechen. Leute, wenn ihr eine Idee habt, wie wir da reinkommen, schreibt mal in die Kommentare. Guck mal, da geht's auch hinten weiter. Da steht irgendwas. Was steht da? Da steht irgendwas, Leute. Back? Was steht da? Irgendwas mit Back steht da. Da muss das irgendwie reingehen, Leute. Ey, ich komme hier nicht hoch, Mann. Lass mich doch jetzt raus, Junge. Oha! Wie geil sieht das denn hier aus, Leute? Leute, das ist einfach Super Mario, Leute. Guck mal. Und hier sind Spikes, da liegen auch so Münzen, lol. Okay, da habe ich auf jeden Fall nicht reinfallen. Ey, das Gefängnis ist ja übel geil gemacht, Leute. Ich sag ehrlich. Okay. Ey, ich habe ein bisschen Angst, Leute, dass uns der Gefangene Barry verfolgt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Okay, jetzt nicht runter in die Spikes reinfallen. Deswegen sage ich euch ehrlich, manchmal muss man auch einfach den Jetpack rausholen und ein bisschen mit dem Jetpack fliegen. Ich meine, ich habe mir ja nicht umsonst gekauft hier. So, Dankeschön, Jetpack. Ey, nein, Leute. Die Ventile. Ihr wisst alle, ich drehe nie diese Ventile zu. Das dauert mir immer viel zu lange. Guck mal, ich jetzt erst hier runterlaufen muss wieder. Okay, warte mal, da ist einer, Leute. Warte, warte, da ist einer. Warte, 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 warte. Und, komm hier, komm hier, komm hier. Ich bin gestorben. Oh nein. Ey, Junge, ich wollte hier noch nur. Warte, 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 kann ich von hier oben? Warte, 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 warte. Ja! Okay, das war nicht lustig, Leute. Mach das nicht, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Okay, aber jetzt zurück zum Ventilen, Leute. Wir machen die nie zu. Sondern wir nehmen einfach ein Chatpack und fliegen drüber. Danke, tschüss. Hoch und runter, hoch und runter und Dankeschön, tschüss. Okay, Leute, jetzt einmal nichts mehr raus hier. Oh mein Gott, oh nein, okay. Jetzt kommt Jump'n'Run. Renn, spring, renn, spring. Oh mein Gott, Leute, komm schon. Schneller, schneller, spring. Okay, Leute, wir könnten es schaffen. Okay, komm schon, sehr gut, nicht reinfallen. Und hier sind auch irgendwelche komischen Kohlekraftwerke, ne? Digga, holy moly. Das komplette Barry-Gefängnis wurde echt einmal komplett geupgradet, dass Barry selbst hier nicht ausbrechen kann. Aber das Ding ist, Leute, wir kennen uns natürlich aus hier im Barry-Gefängnis und deswegen kommen wir auch easy raus hier. Ey, das Ding ist, wir müssen uns eigentlich gleich mal noch VIP kaufen zum Ende, weil... Och nö. Da ist der Barry-gefangene Chefkoch, Leute. Richtiger Dödel, Leute. Aber das Ding ist, wir können ihn theoretisch mit Telekinese wieder einfach wegteleportieren. Wir haben ihn... Sollen wir wieder aus der Map rausbacken, Leute? Wartet mal, wir backen ihn aus der Map raus. Warte, warte, warte. Wir haben ihn aus der Map raus. Digga, ich bin ja so dumm. Bro, ich muss ihn doch töten, damit ich weiterkomme. Es kann sein, ich habe das komplette Spiel kaputt gemacht. Oder warte, kann ich ihn trotzdem noch töten? Bitte treff ihn doch. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ey, muss ich jetzt Robux ausgeben, um das Level zu überspringen oder was? Ey, Junge, was ist Scam? Wir müssen das Level skippen, Leute. Weil ich hab's kaputt gemacht. Das geht nicht. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das Spiel offiziell kaputt gemacht. Wir haben das Spiel offiziell kaputt gemacht, Leute. Bitte sag, ich kann respawnen einfach. Und er respawnt auch. Oh mein Gott, wir haben so Glück gehabt. Er ist auch respawned. Okay. Jetzt kriegt er nochmal auf die Schelle. Komm her, jetzt kriegst du den hier. Bam! Willst du mir sagen, das zählt nicht? Junge, was ist denn das für ein Scam-Projekt hier? Wir müssen ihn wirklich, Leute, mit der Essensbazooka kaputt machen, damit das zählt. Junge, kann ich ihn wenigstens tasern und ihn außer Gefecht setzen? Junge, der Taser geht auch nicht! Was? Junge, ich wurde ja komplett gescammt hier in dem Spiel. Für was habe ich 1500 Robux ausgegeben, mehr ehrlich jetzt. Gib mir jetzt die Bazooka. Junge, schieß! Friss auch so Gemüse, du fette Opa! Warum ist er so langsam? Der ist ja
Und was mit seinem Bauchnabel, Leute? Also durch seinen Bauchnabel kann ich gefühlt durchgucken einfach. Sein Bauchnabel geht einfach gefühlt durch seinen kompletten Körper durch, Leute. Guck mal. Da passt mir auch gefühlt rein, so groß wie der ist. Bruder, wie klang das denn? Er ist einfach explodiert, Leute. Und die Tür ist aufgegangen. Das heißt, wir können weiter. Let's go. Und wir rennen und wir rennen und wir rennen und wir rennen. Zack, zack, zack. Und jetzt gibt's eine fette Arschbombe. Oh, 3, 2, 1. Boing. Wow. Boah. Oh, aua. 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 Oh. Boing. Okay, Leute. Das hätten wir. Ey. Es ist nicht mehr weit bis zum Ausgang, Leute. Es ist nicht mehr weit bis zum Ausgang. Gleich gibt es den ultimativen Endboss gegen den gefangenen Barry. Ey, ich hoffe mal, wir sind stärker als er, Leute, ne? Ich hoffe echt, wir sind stärker als er. Weil das Ding ist, Leute, ich glaube, Barry wird ein bisschen sauer sein, dass wir ihn eingesperrt haben. Und deshalb wird er sich richtig Mühe geben, uns wieder einzusperren. Aber das lassen wir nicht zu, Leute. Ich sag ehrlich. Wir brechen jetzt aus hier. Komm schon, flieg höher. Okay, nicht den Laser berühren, nicht den Laser berühren. Sehr gut, sehr gut. Und oh mein Gott, Leute, das ist fast das Ende, das ist fast das Ende. Das ist fast das Ende. Checkt ihr das, Leute? Da vorne, hinter dieser Tür, wird sich der krasseste Barry-Endboss aller Zeiten befinden. Okay, Leute, macht euch bereit für den ultimativen Endboss. Ich würde sagen, wir cheaten jetzt nicht komplett rein. Auf Ehre, nehmen wir hier selber nochmal die Metallplatten. Zack, komm schon, sehr gut. Mache einmal so hier. Bam. Ja, Digga, das war's ja wirklich mal komplett. Danke für gar nichts. Junge, das Ding ist einfach hochkant ins Nichts gefallen. Junge, ich habe nur noch 2 Stücken übrig. Ey, komm schon, gib her jetzt. Gib her. Jetzt aber. Junge, die wackeln echt ganz schön. Aber wir nehmen direkt nochmal dieselbe Platte. Ja. Wo? Leute, wir haben's. Oh mein Gott. Oh. Okay, okay, okay. Puh. Okay, Leute. Macht euch jetzt gefasst für den krassesten Endboss aller Zeiten. Für den gefangenen Barry. Puh, okay, Leute, ich bin gespannt. Lasst doch mal einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir stellen uns unserem größten Erzfeind. Let's go! Digga, wer ist das denn? Was ist das denn für ein Scam? Das ist doch gar nicht Barry. Das ist Fake Barry. Oh ja, trotzdem Miniguns! 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 Leute, der kann Miniguns so hoch kann schießen. Das konnte vorher keiner. Er hat eine Special-Attacke. Special-Attacke. Wir machen Trick 18, Leute. Trick 18, Trick 18. Trick 18, Chatpack. Chatpack. Wir fliegen aufs Dach hoch. Wir fliegen aufs Dach. Oh mein Gott, Leute. Wir fliegen aufs Dach hoch. Er kann uns nicht treffen hier. Wir haben ihn hops genommen. Wir haben ihn hops genommen. Wir sind auf dem Dach oben drauf, Leute. Wir haben das Spiel wieder kaputt gemacht. Und jetzt können wir ihn einfach abschießen und er kann nichts machen. Wir haben ihn offiziell hops genommen. Nimm das, Barry. Das ist dein Ende. Ende jetzt hier im Gelände. Komm her. Nimm das, du fetter Opa. Sehr gut. Ey, ich treffe nichts. Die zählen nicht. Die Schüsse zählen nicht. Wartet, wartet, wartet. Wir müssen weiter runter, glaube ich. Hast du noch einen Arm, du Opa? Komm her jetzt. Yeah! Nimm das, du Opa! Du kannst nichts machen! Letzter Schuss! Ja! Let's go, Leute! Wir haben's geschafft! Ja! Und rein ins Militärauto! Wir sind offiziell entkommen und zwar vorm Barry, Leute! Wir haben den gefangenen Barry abgehangen! Nichts wie raus hier! Brech die Dinger auf da! Bam, Junge! Oh mein Gott, oh, wie schnell, wie schnell, wie schnell, wie schnell! Wie schnell waren wir denn, Leute? Oh, hier ist auch komplett geupgradet. Hier sind irgendwelche komischen Sandhügel da. Okay, warte mal. Wie sieht das aus, Leute? Kann ich mit Crapper da hoch einfach? Yo! Danke! Hey, Scam! Scam! Hallo! Scam! Hallo! Scam! Ich will da hoch jetzt! Oh mein Gott, das ist ja der größte Scam, dieser Crabbler. Wir müssen ein Chatpack nehmen, Leute. Wie sieht es hier denn eigentlich aus? Okay, wieder irgendwelche komischen Treppen da. Easy peasy. Hier ist nochmal Helikopter. Sehr gut. Ey, kommen wir jetzt in den VIP-Raum rein, Leute. Das wäre interessant. Kommen wir jetzt in den VIP-Raum rein. Komm schon, flieg. Heb ab. Und ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau. Ja, da wurde es grau. Und? Oh, wir sind im VIP-Raum, Leute. Let's go. Oh, und da ist der gefangene Barry. Können wir ihn morphen? Wir müssen das kaufen. Wie viel kostet das? Ein Robux, ja easy, Leute. Ein Robux gebe ich gerne dafür aus. Okay, komm. Ein Robux.
kriegen, können wir jetzt selber als gefangener Barry spielen, Leute. So, okay, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, Leute, ob wir uns in Barry verwandeln können und... Digga, ich hab's doch gerade schon gekauft. Was ist denn das für ein Scam hier? Ach ja, ich soll es nochmal kaufen, aber jetzt für 500. Digga, Leute, dieses Game ist schon wieder so ein Scam hier. Jetzt habe ich es für 500 gekauft. Jetzt lass mich gefälligst in meinen gefangenen Barry verwandeln. Ja! Ja, wir sind der gefangene Barry. Nein, sagt nicht, wir können selber jetzt Leute gefangen nehmen, Leute. Wir können jetzt wieder selber als Barry spielen und andere Leute einfach fangen. Okay, das ist cool. Jetzt können wir als gefangener Barry Leute fangen. Und können wir furzen? Wir können furzen und du bist gefangen. Ja! Ah, wie cool. Leute, das macht so Spaß. Wir können uns jetzt wieder hier überall hin teleportieren in die Zellen. Wir können uns hier in den Dungeon rein teleportieren zum Beispiel. Wir können hier Leute... Oh, da ist sogar einer. Einmal kurz furzen. Und jetzt würde ich sagen, wirst du gefangen, Kollege. Komm her. Komm her. Du wirst gefangen genommen. Hab dich. Leute, wie cool. Jetzt können wir auch noch selber Leute gefangen nehmen. Hä? Wie OP? Okay. In den Phone-Zellen. Ist da vielleicht... Leute. Guck mal. Hier ist diese geheime Tür, von der ich vorhin gesprochen habe. Und hier ist sogar wieder einer. Du bist auch gefangen. Komm her. Boah, drei Leute schon. Digga, das macht so Spaß. Einfach selbst als Barry zu spielen, ein bisschen rumzufurzen. Ist im Bad vielleicht noch einer? Wir hatten gerade echt Glück, Leute, dass überall welche waren. Wenn jetzt hier auch noch einer ist, dann ist echt komplett OP. Ich höre welche. Nein, nein, nein. Ich höre welche. Ich höre welche. Ich höre welche. Ey, warte, wir verstecken uns, Leute. Hier kommt, glaube ich, safe gleich noch welche. Oder? Gehen wir wieder zu den Zellen. Ey, Leute. Können wir Godmode aktivieren? Nein! Nein! Wir können jetzt mit Godmode die ganzen Leute fangen. Ja! Junge, es ist so ehrenlos. Freunde, was soll ich sagen? Nein! Dieser Anblick gerade schockiert mich so, so krass, dass ich einfach die Skibbidi-Dump-Toilette und Barry in einem sehe. Ihr seht es im Hintergrund. Da ist die Barry Skibbidi-Dump-Toilette. Und wenn ihr mal ganz genau hinhört, hört man auch ganz leise einfach den Skibbidi-Dump-Toiletten-Song. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Aber ich glaube, wir müssen da heute durch. Denn ihr seht es schon im Hintergrund. Ich bin wieder mal im Gefängnis. Und wir müssen heute aus diesem Gefängnis ausbrechen. Weshalb ich sagen würde, lasst uns nicht so lang um den heißen Brei reden. Wir gucken mal, was auf uns zukommt. So, okay, ich habe auf Spielen gedrückt. Wir sind in unserer Zelle angekommen und ey, ich weiß nicht, wie oft ich diese Zelle jetzt schon gesehen habe. Langsam kann ich sie auch echt nicht mehr sehen. Und gleich gar nicht, wenn hier die ganze Zeit jemand so komisch am Singen ist. Ey, hör auf damit! Skibbidi-Dop-Berry-Toilette, hört ihr das? Die macht einfach die ganze Zeit so ein Skibbidi-Dop-Toiletten-Sound. Ey, das gibt's nicht. Guckt euch das an, wie die Barry Skibbidi-Dop-Toilette hier einfach rumspielt. Also irgendwie ist das auch ein bisschen gruselig, weil die bewegt sich so ganz komisch. Also das macht mir gerade ehrlich gesagt sogar fast ein bisschen Angst. Deswegen würde ich sagen, gucken wir lieber mal, dass wir schnell hier rauskommen. Und auch wenn es mir leid tut, Teddy, wir haben keinen Platz für dich. Wir müssen dich zurücklassen, Freunde. Alle mal ein RIP für Teddy in die Kommentare. Aber wir können ihn leider nicht mitnehmen. Er passt nicht da oben durch. Teddy, wir sehen uns irgendwann wieder. Falls ich wieder mal hier landen sollte, kann ja an sich nicht lange dauern. Deswegen würde ich sagen, Leute, geht's los. Wir versuchen hier einmal am Rand entlang zu laufen und ich hoffe, die Barry-Toilette sieht das jetzt nicht. Nicht, dass sie hier gleich die Gitter hochmacht, hier reinkommt und uns runterspült. Weil das wäre nicht so gut. Deswegen machen wir einmal das Gitter auf. Wir sind wieder in meinem Lieblingslüftungsschacht. Ihr wisst, ich mag das nie, aber wir müssen hier lang. Okay, jetzt einmal hier das Gitter aufbrechen. Oh, 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 das hat funktioniert. Wir sind unten. Und warte mal, was? Hört ihr das? Die ist auch wieder so komisch am Singen. Warum ist da eine Skibbidi-Dop-Berry-Frau? Oder ein Berry-Baby? Was da aus der Tür rausguckt? Ich glaube, es versteckt sich irgendein Geheimnis hinter dieser Tür.
was wir aber nicht heute lösen werden. Das ist mir ein bisschen zu gruselig gerade, ja? Das heißt, wir lassen uns davon mal gar nicht ablenken und schauen mal, dass wir jetzt irgendwie rauskommen. Ich glaube, wir müssen dafür einmal auf diese Teile und oh mein Gott, das ist ja sogar komplett anders als im normalen Barry-Modus. Schaut mal, da kommen so Teile aus der Wand rausgefahren. Oh, komm schon, renn, Lumex. Okay, wir haben es doch geschafft. Diese Teile waren gar nicht mal so einfach, wie sie aussehen. Ich habe echt Angst gehabt, dass wir hier heute runterfallen, weil dann wäre es das echt komplett gewesen. Aber okay, wir sind oben angekommen. Wir drücken einmal auf den Knopf. Ihr seht, jetzt kommt... Sie ist einfach runtergefallen. Das war's komplett. Das sollten wir nicht machen, weil das irgendwie der spitze Stacheln. Die sollten wir auf jeden Fall nicht berühren. Weshalb wir einfach mal auf ganz entspannt hier langlaufen. Bisher sieht ja alles gut aus. Aber ihr wisst, gleich geht's hier runter zu den Zellen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Barrys über die Dopp-Toilette uns aufessen wird. Es drückt uns mal alle die Daumen, dass sie uns nicht auf ist. Okay, es geht nach unten. Wir haben keine andere Wahl. Oh. Oh. Warte mal! Freunde, hier ist einfach ein Camera-Head. Schaut mal. Und da ist die Barry Skibbidi-Dopp-Toilette! Ich getrau mich nicht. Ich habe übel Angst. Ich meine, was ist, wenn die uns einfach runterspült? Freunde, wir haben nur eine Wahl. Wir müssen es herausfinden. Jetzt! Jetzt oder nie! Oh! Oh, sie hat mich gesehen! Drück den Knopf! Ah! Hört ihr auf diesen komischen Sound, den die macht? Oh! 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 Renn! Renn nach oben! Ey, das sind Camera-Heads eingesperrt! Guck mal da! Ah! Oh mein Gott! Was geht hier vor sich, Freunde? Habt ihr das gesehen? In den Zellen waren einfach Camera-Heads eingesperrt. Oh mein Gott, und warum ist da so ein riesen Pümpel? Aber egal, wir haben es fürs Erste geschafft, der Barrys über die Dopp-Toilette zu entkommen. Wir dürfen halt hier jetzt nicht runterfallen. Wenn jetzt der Spieler hier hinten ein bisschen blockiert, kann es halt sein, dass wir gleich runterfallen. Das wäre nicht so optimal. Deswegen, wir gucken einfach mal, dass wir hier problemlos durchkommen. Dieses Mal habe ich auch Gott sei Dank nicht vergessen, den Knopf zu drücken. Das wäre es jetzt komplett gewesen. Deshalb würde ich sagen, laufen wir einmal weiter. Ich habe gerade ein bisschen Gedächtnislücken, Freunde. Ich kann mich gerade nicht mehr ganz orientieren, was jetzt hier kommt als Nächstes. Ah, okay, das Klo. Okay, wir sind jetzt hier im Bad. Freunde, was ist das denn? Das ist einfach eine 1, 2, 3, 4, 5, 6-köpfige Barry's Company Dopp-Toilette. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, dann machen wir... Was macht er denn da? Ey, Kollege, ich glaube, du darfst hier eigentlich nicht sein. Was? Das ist einfach so eine... Warte mal. Das war irgendein Geheimnis. Und wir haben es gelüftet. Oh mein Gott, Barry! Junge, der hat mich so erschrocken gerade. Auf einmal sitzt da einfach eine Barry Skibbidi Dopto. Hey, hört ihr das? Er macht diesen Skibbidi Dop Sound. Ich glaube, wir sollten lieber schnell verschwinden. Ich gehe ja schon. Okay, das ging einfach. Okay, aber wir dürfen nicht aufgeben, Leute. Wir müssen weiterlaufen. Auch. Warte mal. Hört ihr den? Hört ihr ihn schreien? Barry schreit! Barry! Nein, Leute, Barry ist am Leben. Aber der richtige Barry wurde hier eingesperrt von den Skibbidi-Dopp-Toiletten. Das heißt, der echte Barry ist am Leben. Wir müssen ihm irgendwie helfen, Freunde. Okay, komm. Wir springen hier auf die Pümpel drauf. Wir müssen hier irgendwie rüber. Wir müssen Barry irgendwie helfen. Barry ist in Gefahr, Freunde. Hättet ihr gedacht, dass die Skibbidi-Dopp-Toiletten Barry einfach in Gefangenschaft halten? Schaut mal, der schwimmt da einfach im Wasser. Auch wenn Barry eigentlich nicht der Liebste ist und er immer sehr, sehr viel am Furzen ist, habe ich trotzdem gerade ein bisschen Mitleid mit ihm, Freunde. Wenn ihr das genauso seht, lasst mal ein Like da. Wir müssen Barry doch irgendwie da raushelfen. Okay, du siehst nicht so nett aus. Ich glaube, wir gehen mal lieber weiter. Oh, komm schon. Oh, oh. Okay. Okay, wir sind weiter. Aber der Pfeil zeigt jetzt auf diesen roten Knopf. Soll ich ihn wirklich drücken? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen ihn drücken. Okay, jetzt sind da hinten so Teile hochgefahren. Okay, ich guck mal, ob wir da jetzt drüber kommen oder ob das eine Falle ist. Und da unten ist sogar ein Webcam-Head. Anscheinend ist Barry hier nicht der Einzige. Oh Gott, okay, Leute, wir gehen weiter. Ihr seht, es geht jetzt hier in den magischen Raum, wo der Ball gerollt kommt. Wir müssen nur jetzt hier erstmal gucken, dass wir nicht ins Wasser fallen. Ich stehe gerade einfach wirklich auf einer Klopapierrolle.
Jetzt auf einer Toilette. Jetzt auf einer Palette. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier alles gut hält und wir nicht gleich im Wasser versinken. Aber bisher hat es gut funktioniert, okay. Sei vorsichtig, ja? Das machen wir. Ich bin mir schon bewusst, dass hier so ein Ball gerollt. Oh. So ein Ball gerollt kommt. Wow! Okay, weiter geht's, Freunde. Renn! 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 Wow! Okay, weiter geht's, komm. Renn! 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 Lumix! Renn! Wartet mal. Freunde! Ich glaube, hier gibt's auch einen Geheimgang. Wartet mal, da müssen wir hin. Ihr wisst, dafür brauchen wir erstmal den Gottmodus. Ich kaufe mir den schnell, wartet. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mein anderes geheimes Video gesehen habt, wo ich euch den Geheimraum gezeigt habe. Aber ich glaube, hier gibt's auch einen. Okay, ich habe mir hier jetzt auch extra dafür mal schon den Gottmodus gekauft. Sehr gut, jetzt haben wir hier auch den Gottmodus, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir einmal, dass wir da hinten in den Geheimgang hochkommen. Ja, es gibt hier einfach auch einen Geheimgang, Leute. Wie krass. Mal schauen, was die Barry Skibbidi-Dop-Toilette hier zu verheimlichen hat. Ich meine, sie hat uns auch verheimlicht, dass sie Barry in Gefangenschaft hält. Also muss es hier ja irgendwas geben. Was? Freunde, habt ihr das gesehen? Da war eine Barry Skibbidi-Dop-Toilette. Neben einem Camera-Head und die ist gerade einfach verschwunden. Die hat sich unsichtbar gemacht. Irgendwas ganz Komisches geht hier vor sich. Hier, guckt euch das mal an. Eine Toilette und ein Camera-Head. Hallo, Camera-Head, kannst du mich hören? Er kann nicht reden, Freunde. Sehr gut, jetzt sind wir hier oben. Ist hier noch irgendwas? Okay, wir sind wieder unten, Freunde. Der Ball kommt gerollt. Alter. Digga, ich weiß ehrlich nicht, was hier vor sich geht. Irgendwas ganz Merkwürdiges passiert hier die ganze Zeit und... Da ist ein Baby-Barry. Und da ist eine Ritter-Barry-Skibbidi-Dop-Toilette. Und die macht wieder ganz komische Geräusche. Oh, wir müssen uns beeilen, Freunde. Okay, einmal dran drehen, bitte. Okay, wir müssen hier jetzt irgendwie ausweichen. Oh, 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 oh. Renn, 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 renn. Oh, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Wir müssen hier hoch. Oh, okay, Freunde. Ich glaube, wir sind hier entkommen. Oh mein Gott. Aber Freunde, wir müssen auf die geheimen Hinweise achten. Wenn hier unten eine Barry Skibbidi-Dop-Toilette war, muss das bedeuten, dass der normale Barry-Ritter ja auch irgendwo gefangen sein muss. Das heißt, alle normalen Barrys müssen hier irgendwo gefangen sein, Leute. Okay, hier ist wieder anscheinend irgendeine goldene Statue. Wir haben sie eingesammelt. Okay, Freunde, mal schauen, was uns das am Ende bringt. Wir gehen erstmal weiter, drücken einmal den Hebel und fahren einmal nach oben. Mal schauen, was da auf uns wartet. Ey, ich hab ein bisschen Angst gerade. Hallo? Oh, wir sind in der Cafeteria angekommen. Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwas noch finden. Aber was zur Hölle ist das denn? Da ist einfach eine XXL Riesenberry Skibbidi Dop-Toilette mit Laseraugen. Und... Hört ihr das? Die macht auch so einen richtig gruseligen Skibbidi-Dop-Sound. Ich glaube, wir trinken mal lieber schnell unseren Energy, Freunde. Kluck, kluck, kluck. Und dann versuchen wir lieber mal schnell hier auszubrechen. Los geht's! Oh mein Gott, renn! Renn! Wow! Oh, oh. Was? Was? Aber okay, wir dürfen uns nicht ablenken lassen, Freunde. Wir rennen weiter. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu hoch springen und in den Laser reinfallen. Das wäre nicht so gut. Aber okay, bisher sieht alles noch ganz gut aus. Wir sind am Ende, wir sind am Ende, wir sind am Ende. Also noch nicht ganz am Ende. Aber wir haben erstmal den Parcours hinter uns gebracht. Jetzt kommt es nur drauf an, was als nächstes kommt. Wir klettern einmal die Leiter nach oben. Hier ist wieder ein Barry. Okay, wir klettern die nächste Leiter nach oben. Okay. Und wir sind in den Telefonzellen. Aber warte mal. Was ist denn hier? Warte mal, die Tür ist eingeschlagen. Das sind so Keksgläser. Und das Baby Barry mit einem Keks. Ich komme hier nicht rein. Ein weiteres Geheimnis, Freunde. Okay, anscheinend müssen wir hier weitergehen. Die Leiter steht schon da, komischerweise. Will uns Baby Barry etwa helfen? Okay, wir müssen, wie gesagt, auf die Hinweise achten, Leute. Okay, wir sind jetzt hier weiter.
Ihr seht, wir müssen jetzt hier erstmal den Ventilator-Parcours hinter uns bringen. Das ist immer gar nicht so einfach. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt gleich hier reinfallen. Aber wir passen auf. Wir geben uns Mühe. Wir kriegen das schon hin, Freunde. Wir kriegen das schon hin! Wir müssen nur an uns glauben. Okay, wir sind weiter. Okay, kurz durchatmen. Okay, es geht weiter, Freunde. Let's go. Das Ziel kann nicht mehr weit entfernt sein. Komm schon. Barry, Skibbidi-Dom-Toilette. Okay, es sieht gut aus, Freunde. Es sieht sehr gut aus. Wir klettern die Rohre nach oben. Es sieht sehr, sehr gut aus. Okay, komm schon, komm schon. Einmal hier nach oben. Okay, wir müssen jetzt hier die Ventilatoren schließen. Ihr wisst, ich bin immer zu faul, das zu machen. Das heißt, es geht einmal in den Shop und dann kaufen wir uns glatt mal den Jetpack. Weil ihr wisst, ich mache nie diese Ventilatorenaufgaben da. Das ist viel zu langweilig. Wir müssen da drüber fliegen. So ein Ding ist das. So, jetzt haben wir uns einfach mal den Jetpack gekauft. Und jetzt würde ich sagen, kann's losgehen. Yeah! Jetpack Action! Yeah! So einfach geht's. Wir sind einfach mit dem Jetpack oben angekommen. Haha, wie geil. Okay, ich würde sagen... Oh, das war nicht so schlau. Wir müssen einmal nach oben hier, bitte. Wir fliegen einmal weiter durch den Raum. Okay, dann gucken wir mal. Ich weiß zwar nicht, warum er jetzt die ganze Zeit diesen Jetpack mit sich herschleppt, aber egal. Wir gucken einfach, dass wir hier rauskommen. Wir machen einmal den Parcours. Jetzt geht's einmal hier entlang. Und da oben ist einfach eine XXL-Webcam, die da an der Decke hängt. Hier sind Kameras. Hier sind Camera-Heads. Was? Was geht hier vor sich? Ey, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas haben diese Barry Skibbidi-Dop-Toiletten im Schilde. Ich sag's euch, Freunde. Aber okay, wir laufen weiter. Wir müssen das Geheimnis lüften. Es ist soweit, Freunde. Es ist nämlich an der Zeit für einen weiteren Kampf. Und zwar diesmal gegen den Skibbidi-Dop-Toiletten-Chefkoch. Oh mein Gott, wie schnell ist der denn? Hä? Der ist unnormal schnell. Hä? Wow. Freunde, wir müssen unseren Jetpack einsetzen. Oder unsere super Gottfähigkeit. Das können wir auch machen. Ich habe einfach Gottfähigkeit eingesetzt. Jetzt kann er gar nichts machen. Hier, komm doch. Komm doch. Hier, Skibbidi-Dop-Toiletten-Chefkoch. Und jetzt friss Gemüse, du. Barry Skibbidi-Dop-Toiletten-Chefkoch mit zwei Köpfen. Es ist so geil. Wir haben ihn einfach in die Luft gesprengt. Und jetzt gehen wir einmal mit Super Speed. Ich mache jetzt einmal hier 200 km/h mit Super Speed. Geht's einmal nach unten. Mal schauen, wie weit wir fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Lol. Wir sind einfach so drüber gesprungen. Hä? Wie geil. Hier ist auch noch irgendein komischer Barry. Der sieht ein bisschen komisch aus. Aber okay, wir klettern nach oben. Mal schauen, gegen welchen Endboss wir überhaupt kämpfen werden. Stellt euch vor, es gibt einfach so einen XXL Barry Skibbidi-Dop-Toiletten-Endkampf. Das wäre halt richtig krass. Ansonsten gucken wir, dass wir hier erstmal durch die Laser durchkommen. Das sieht bisher aber eigentlich ganz gut aus. Yep, das schaffen wir doch mit links. Wisst ihr was? Ich lasse meine Gottfähigkeit gleich aktiviert, damit wir hier auch problemlos den Endkampf schaffen. Ansonsten, das ist hier für Langweiler. Wir nehmen natürlich den Jetpack, fliegen einmal drüber auf ganz entspannt. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, Skibbidi Toilet King Barry? Was soll das bedeuten? Was? Ich bin einfach gestorben! Freunde, was ist das bitte für ein Endboss? Ich meine, guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist mit Abstand eins der krassesten Endboss-Fights aller Zeiten. Wenn nicht sogar der krasseste. Wir müssen erstmal den Jetpack aktivieren. Guckt euch mal an, wie groß dieser Barry ist. Oh mein Gott, Jetpack, schnell, flieg, flieg. Ey, ich kann das gerade nicht in Worte fassen, wie viel Spaß das macht. Das ist einfach so ein krasser Endboss-Fight. Ich habe noch nie gegen so einen krassen Endboss gekämpft wie hier gerade. Einfach ein sechsköpfiger Barry Skibbidi-Dop-Toiletten-Boss. Wir müssen erstmal schnell wieder mit dem Jetpack abbauen. Ey, ich weiß gar nicht, wie man das ohne Jetpack machen soll. Nimm das, Barry Endboss! Das ist dein Ende!
Das ging schnell. Wir haben einfach den Barry Skibbidi Dop Toiletten Endboss besiegt. Bam. Okay, ich bin ins Auto eingestiegen. Jetzt wurden wir hier direkt ans Ende teleportiert. Und jetzt sind wir hier einfach in der geheimen Skibbidi Dop Barry Halle, wo man sich nochmal in alle Barry Monster verwandeln kann. Zum Beispiel den Skibbidi Dop Toiletten Barry König für 200 Robux kaufen wir einmal. Und jetzt sind wir einfach selber der sechsköpfige Barry Skibbidi Dop Toiletten Boss. Guckt euch das mal an, Leute. Ey, was war das bitte für ein geiler Modus hier? Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Zusammen wieder, Leute. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.